So, ihr Süßen. Na? Die Minis haben alles gut überstanden. Sie sind entmannt und schlummern. Und dürfen in knapp 4 Stunden abgeholt werden. Das heißt, wir haben bis 16 Uhr Zeit, den Long durchzuspielen. Wenn wir das nicht schaffen, schauen wir mal. Also ich habe die Hoffnung, dass wir es zumindest bis zum Windfischei schaffen. Das wäre gut. Dann können wir das vielleicht zur Not einfach heute Abend doch den Animal Crossing Stream ein bisschen früher anfangen und das noch schnell fertig spielen. Oder dann am Wochenende mal gucken. Ich gebe mir alle Mühe, wenn es so gut läuft wie gestern, schaffen wir es. Wenn wir es nicht schaffen, ist auch nicht schlimm. Aber Hauptsache, den Minis geht's gut. Das ist die Hauptsache. Ich bin sehr erleichtert. Habe jetzt extra noch auf den Anruf gewartet, dass mit den Minis alles okay ist. Und jetzt kann ich ganz beruhigt streamen, bis wir sie nachher abholen dürfen. Hey, Dummy! Von daher ist mir jetzt leicht ums Herz. Jetzt können wir wieder ragen gehen. Und der Max ist auch da. Und all die anderen Lieben. Na, ich hoffe, euch geht's gut. Beim Tierarzt auch so voll Corona-Maßnahmen. Ich darf gar nicht mit rein. Ich werde im Auto dann warten müssen. Weil immer nur eine Person für die Tierchen zugelassen ist. Damit sich auch das Personal nicht irgendwie einer zu großen Gefahr aussetzt. Finde ich auch richtig so. Aber ich will auf jeden Fall mitgehen und die Minis dann wieder abholen nachher. Und dann gucken wir mal, vielleicht machen wir auch einfach eine lange Pause oder so. Ich schaue einfach mal, ne? Erst mal gucken, wie der Long sich so schlägt, ne? Die 7 Remake-Demo. Die haben wir ja auch am Wochenende, glaube ich, im Stream gespielt. Und dank dem Spasti werden wir es auch im Stream spielen im April. Ich freu mich jetzt schon ein bisschen drauf, ne? Irgendwann muss ich auch mal meine Crisis Core PSP in den Discord posten und angeben. Es wird so gut. Noch 12 Stunden bis Animal Crossing. Die kriegen wir auch noch rum. Ihr müsst euch nur ab 16 Uhr aus dem Internet fernhalten. Weil dann hat Australien Mitternacht und kurz drauf die Japaner. Und sie spoilern jetzt schon. Das ganze Spiel ist schon gedata-mined. Es ist ein Elend. Ich dodge Spoiler links und rechts und vorne und hinten. Ja, es ist nur Animal Crossing, aber ich will mir nicht den Anfang spoilern lassen. Nicht mehr, als es Nintendo eh schon getan hat. So. Ich geh mal los, ne? Ich habe keine Zeit. Kann ich labern. Ich muss los. Ja, sie haben ja jetzt ab Dienstag haben einige Läden ja schon verkauft wegen Corona. Deswegen muss man da aufpassen. Es gibt schon gefühlt komplette Walkthroughs auf YouTube. Oh nein. Schalter. Hilfe. Ey, Crisis Core ist nicht kacke. Crisis Core ist richtig gut. Crisis Core ist das bessere Final Fantasy VII. Ey. Muss erstmal lernen, wie das wieder geht. Liebe geht raus auch an dich, Wölfchen. Na, freut ihr euch schon? Müsst alle nachher noch Nickerchen machen. Ich will hier Full Attendance nachher sehen, ne? Um Mitternacht. Außer die arbeiten müssen. Die sind entschuldigt. Aber ich freue mich so krass auf Animal Crossing, Mann. Was unsere Bewohner sind und wie es so sein wird. Und ich bin so reif für die Insel. Das glaubt mir auch kein Mensch, ne? Ich bin so reif für die Insel. War das so klug? Mal gucken. Ich habe nur von diesem Slot-Machine-Ding gehört. Ja, okay, das Slot-Machine-Ding. Crisis Core ist halt so ein bisschen, das kann ultra leicht sein oder ultra schwer. Je nachdem, wie viel Glück du halt mit den Leveln hast. Ich glaube, das schaffe ich so nicht. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte eigentlich, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen und was passiert. Aber ich dachte eigentlich, das wäre ein Oracle of Ages gewesen. Schwierig. Muss man mit diesen Kugeln den Turm zum Einsturz bringen? Weil dann dachte ich, das wäre der Final Dungeon in Ages. Und dann bin ich jetzt für immer verwirrt. Also der 7. Dungeon in Ages. Dann weiß ich halt auch nicht.
schaffe ich doch niemals. Nicht mal mit den Pegasus-Boots, Alter. Das schaffe ich nicht. Das rüberwerfen? Na toll. Das ist echt der. Okay. Dann bin ich jetzt offiziell verwirrt. Aber ja, ich sehe schon. Die müssen wir umboxen. Das habe ich aber wahrscheinlich schon verkackt. Oder auch nicht. Boom. Da kommt die Abrissbirne. Heute ist richtig Bombenstimmung hier. Was ist los? Was eigentlich auch unlogisch ist. Sollte man das nicht mit einer Bombe auch hinkriegen? Ich meine, Sprengstoff. So, erstmal die Fee wegräumen. Drei Felder. Ist das eigentlich egal, wo man weiß und schwarz reinmacht? Wahrscheinlich, oder? Ja, kacke, das geht gar nicht, ne? Ich glaube, ich kann die zweite Figur gar nicht reinwerfen, weil ich hier stehen muss. Oder? Vielleicht nicht, warte mal. Nee. Okay, jetzt habe ich eh verkackt. Okay, wir müssen einen Schalter finden. Können ja noch nach links. Richtig gut gemacht, ne? Seid ihr stolz auf mich? Richtig gut gemacht. Das gibt's nur hier. Kann ich um die Ecke? Nee, kann ich nicht. Gut, da wäre aber ein Schalter. Mal gucken, vielleicht ist links noch einer. Das wird eine schwere Geburt. Au, ich stand gar nicht da drin. Betrug. Let's Fail Micha, Hallöchen. Du passt hier perfekt rein. Let's Fail wird hier auf jeden Fall auch passieren, glaube ich. Schön, dass du reinschaust und hoffentlich gesund bist. Plupp. Oh nee, nicht schon wieder Pyramagi. Das muss doch nicht. Epic Fail of Doom. Yep. Ich hätte mich vielleicht auch Let's Fail Mari nennen sollen. Das hätte, glaube ich, auch ganz gut gepasst. Kommen wir auch nicht durch. Das ist jetzt schwierig. Bomben? Ich weiß, die Wand war nicht hohl. Aber versuchen kann man es ja mal. Ja gut. Dann müssen wir es wohl irgendwie hinkriegen. Die Mini ist aus dem Haus und die Katze tanzt auf dem Tisch. Wisst ihr Bescheid? Lex! Dankeschön für deinen Host erstmal. Ja, ich muss heute früher anfangen. Ich muss um 16 Uhr los. Gar nicht. Oh, doch. Ich kann noch Skill, aber... Das hier wird, glaube ich, schon eher Fail. Vor allen Dingen, weil ich einfach ultra verwirrt bin. Ich dachte halt wirklich, das wäre der Oracle of Ages Dungeon. Wieso? Wieso ist das jetzt in Link's Awakening? Meine Kindheit macht keinen Sinn mehr. Meine Kindheit ist durcheinander. Vielleicht Bomben? Nee, ne? Autsch. Ja, dann muss es ja irgendwie gehen. Was auch immer mir es bringt, ich komme ja trotzdem nicht durch. Ich habe nur 4 Stunden geschlafen. Seid barmherzig mit mir. Die Badewanne hat auch nicht geholfen. Die Badewanne hat mich auch noch betrogen. Das wird heute richtig hart, aber der Crunch ist real. Das tut man nicht alles. Doch nicht mehr 3-1. Ich will mich verarschen. Fast würde ich mir wünschen, es wäre wieder randomized, wie früher. Hä? Wieso denn? Jetzt springt's richtig? Nee. Das springt ganz komisch. Das macht 1, 2 und dann schräg. Das macht keinen Sinn. Der Mensch, der das hier programmiert hat, hat noch nie Schach gespielt. Halt echt nicht. Wie mache ich das jetzt? Eigentlich, glaube ich, hier draufstehen, oder? Ha, gemogelt.
Oh je, Lex. Aber das kriegst du auch noch hin. Und heute Nacht gibt's ja nochmal Stream. Aber da musst du wahrscheinlich schlafen. Du musst ja morgen bestimmt auch arbeiten. Aber ich freue mich so auf Mitternacht zu lesen, Mann. Ich freue mich so mega. Ich muss auf jeden Fall vorher nochmal schlafen. Sonst wird das ein sehr kurzer Stream. Aber ja. So, was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie den Schalter umdrehen. Frag mich jetzt nur nicht wie. Einfach durchschieben. Micha, danke schön für deinen Follow und herzlich willkommen im Maritim. Es war eigentlich gar nicht so schwer, aber... Ne? Muss mich erst wieder eingrooven. Hm. Man sich jetzt so um die Ecke ziehen könnte. Hätte ich mal das Huhn mitgenommen. Nein. Alter, eigentlich hätten wir runterfallen müssen. Okay. Nützt mir das irgendwas? Sollte ich das machen? Mache ich hier schon wieder Game Breaks? 20.30 Uhr Schlafenszeit und 2.30 Uhr wieder aufstehen. Hey, vielleicht sehen wir uns dann ja doch noch. Vielleicht streame ich um 2:30 ja noch. Mal gucken. Ja, ich muss mal gucken. Ich will dann halt die Minis abholen. Dann gucken wir mal, wie es denen geht. Und dann irgendwann, also so zwischen 6 und 11 muss ich dann aber nochmal schlafen, ne? Zumindest so ein bisschen. Ach, Long. Okay, ja gut. Machen wir es unkonventionell. Ich warte aber eigentlich nur drauf, dass wir uns irgendwo softlocken. Ich schaff das. Pass mal auf, ich krieg das irgendwie hin. Ja, ich bin runtergeplumpst. Ich auch nämlich gerade so. Also eigentlich wollte ich rüberspringen, aber dann dachte ich so, gucken wir mal. Gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ich glaube, es wird lang und... Kirby? Du bist keine Mario-Referenz. Es ist einfach Kirby. Und der macht Fü, Fü, Fü. Alles klar. Was wollte ich sagen? Habe ich vergessen. Egal, war nicht so wichtig. Muss mich erst eingrooven. Ach, guck mal, eine Kiste. Dem Schnabel. Oben war ja eine Eule. Können wir also vielleicht in die Eule einsetzen? Hi, Mausi. Die gerade voll aufblüht, jetzt wo die Minis weg sind. Na, willst du mir wieder aufs Knie sabbern? Ja? Hi. Von 2.30 Uhr bis maximal 4 Uhr. Ich habe auch nicht vor, die ganze Nacht zu streamen. Der Samstag ist ja auch noch da. Und der Freitag und überhaupt. Kannst du da mal aus dem Weg gehen? Ich würde gerne... Ich würde gerne versuchen, mich an den Krug ranzuziehen. Der Gipto. Der ist im Weg. Aber mal gucken, ne? Was der Tom so mit uns anstellt. Ah, das geht sogar. Wow. Dann wird das jetzt sehr unkonventionell, was wir hier machen. Aber Hauptsache, es geht irgendwie. Okay, hier passiert dann wahrscheinlich irgendwas. Ich glaube, der ganze Schmuh bricht ja auch irgendwann zusammen, wenn wir alle Dinger kaputt gemacht haben. Gumo Suen! Na? Auch schon wach? Ach, es ist so wundervoll. Es ist Animal Crossing Release Day. Es ist so wundervoll. So, lass mal auf die Karte gucken. Suchen wir mal, da nach rechts zu kommen. Da war einfach nur der Schalter, ne? Wir waren hier schon mal. Ist das verwirrend. Ich glaube, ich muss echt ein bisschen aufpassen jetzt. Was wir hier treiben. Sicherheitshalber mal alle platt machen. Schon ist gut. Naja, kommt immer drauf an, ne? Wenn man so Spätschicht hat zum Beispiel, dann ist das mitunter schon. Oh nein, nicht die schon wieder. Puff. Okay, das war einfach. Okay, Lex, durchhalten und vielleicht sehen wir uns ja nachher noch. Aber dankeschön nochmal für den Host. Ha.
Das ist auch so ein Muster. Das hättest du in den 70ern im Badezimmer gehabt, Mann. Zum Beispiel bei meinen Eltern. Okay, da ist noch eine Säule. Kann ich Säulen in der falschen Reihenfolge zerdeppern? Ich hoffe nicht. Ha. Okay. Sind wir wieder hier? Okay, okay, okay. Aha! Ich wollte eigentlich hier hinspringen und bin ja dann da runtergefallen. Schade, Marmelade. Oh nee, dein Ernst? Ach, Gott sei Dank. Das wollte ich aber gerade sagen, als ob ich das jetzt nicht verschieben kann. Es nützt mir halt nur nichts, weil ich glaube, ich komme nicht mit der Kugel darüber. Autsch. Ich mache mal Brunch oder so. Guten Hunger! Kann ich sie werfen? Okay. Ist die Frage, ob die Kugel da jetzt bleibt. Aber das werden wir dann wohl rausfinden. Muss ich irgendwie da hinkommen? Wahrscheinlich mit der Treppe hier. Oh Gott, ist das kompliziert. Okay, ich sehe es schon mal kommen, dass wir nicht das Spiel durchspielen. Bis um 16 Uhr. Aber was soll's. Dann machen wir es halt später. Der Long kann warten. Komme ich denn jetzt hier noch irgendwo hin? Nö. Jetzt habe ich mich eingesperrt. Kann ich noch eins nach unten fallen? Nee, ne? Ich bin schon ganz unten. Bin schon am Boden. Hm. Dann müssen wir den Schalter wohl wieder umswitchen. Autsch. Oder ich springe einfach mal hier runter. Aber zumindest bleibt die Kugel da liegen. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Hm. Immer da lang. Farbschalterrätsel. Okay, da ist auf jeden Fall noch einer. Autsch. Okay, ich kann sie nicht. Kann ich sie mit dem Bogen töten? Aua. Okay, ich kann nichts gegen sie machen. Kann ich sie bomben? Man kann die nicht kaputt machen? Wow. Ist aber nicht okay. Dann töten wir mal alles, was sich sonst so bewegt. Autsch. Kannst du bitte runterkommen? Meine Güte. Springst du vom oberen Stockwerk hinunter, kommst du zur Truhe. Alles klar. Dafür unser Leben riskieren hat sich nicht gelohnt. Ach, jetzt bin ich wieder hier? Okay. Immerhin sind sie großzügig mit Feen. War ich hier eigentlich schon? Ach so, ja, okay. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich hätte die Kugel erst hier hinbringen sollen. Weil die war ja da und dann haben wir sie rübergeworfen. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Scheiße. Ich habe es ja gesagt, ich kriege das hin, dass wir uns verglitschen. Weil jetzt liegt die Kugel hier, aber ich hätte hier schon die Säule zerdeppern können. Doof. Wir haben keinen Schlüssel. Keine Ahnung, wo ich mich übrigens runterfallen lassen soll, um da an die Kiste zu kommen, weil, wie Sie sehen, sehen Sie hier nichts. Hm. Wenn ich vielleicht hier hinkomme,
Kommen wir an die Kiste. Maybe. Weißt du, als ob ich hier nicht einfach drüber springen kann. Komm ich hier raus? Wo könnte ich denn sonst noch so runterspringen? Macht eigentlich schon Sinn. Ich versuch's einfach mal. Das wird dauern. Das ist ja einfach mal ein richtig ekelhafter Tempel. Ach, das ist die Treppe. Okay. Da musst du ja wirklich aufpassen, was du tust. Aber wir haben ja den Schalter umgestellt. Sehr gut. Der Spiegelschild! Cool. Ist der jetzt automatisch abgegradet? Ja. Nice. Wenn alles doof ist, gehen wir einfach. Dann gehen wir einfach. Gehen wir zum Schildkrötenfelsen. Fertig. Dann improvisieren wir das Instrument. Halbe Sekunde in den Chat geguckt. Zack, boom. Endlich den Schild. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, was mit der gerade nützen soll. Weil, also. Ne? Kann ich das mit dem Bumerang? Oder ich mach's einfach so. Jetzt haben wir halt trotzdem keinen Schlüssel. Vielleicht oben. Gehen wir mal in den zweiten Stock? Dritten Stock? Wo sind wir? Zweiter Stock. Ich hoffe einfach mal, dass sie es so programmiert haben, dass man es nicht kaputt machen kann. Wäre nicht ganz okay. Aber es war halt, glaube ich, echt dumm, dass ich die Kugel darüber geschmissen habe. Oh, hi. Zwischenboss. Hey, Kleiner. Willst du zu mir? Weiß ich nicht. Was verkaufst du so? Na dann, Jungs, kümmert euch um ihn. Was zum Teufel sind das für Dinger? Aua. Warum können die mich angreifen und ich die nicht? Was ist das für ein Betrug? Ja, das findest du witzig. Komischer Zauberstab, den er da hat. Sieht aus wie eine Flöte. Das ist, glaube ich, auch eine Flöte. Ha, ist das alles? Jetzt mach dich auf was gefasst. Solange auch nur einer meiner kleinen Freunde noch da ist, kann ich Verstärkung rufen. Wie schmeckt dir das? Oh, weia. Kann halt eh nichts machen. Die sind ziemlich flutschig. Da muss es einen Trick geben und es muss theoretisch den Spiegelschild involvieren, aber ich habe keine Ahnung. Aufregend. Dass ich die halt auch nicht treffe. Hä? Okay, warte. Ich versuche gar nicht zu springen. Ich versuche sie jetzt einfach so abzufangen. Ein Funfact wäre natürlich. Okay. Ich hatte gedacht, sie sterben vielleicht, wenn sie gegen den Schild fliegen. Aber leider nein. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal perfekt treffen. Okay. Das war nicht so schwer. Du kleine Kröte, das waren meine besten Freunde. Dann hetzt sie vielleicht nicht auf andere Leute. Nur mal so als Lifehack. Dafür wirst du bezahlen, das schwöre ich dir. Ach, das war's schon? Okay, wir haben einen Teleporter. Sehr gut. Ich fürchte nur, der kommt wieder. Er kommt wieder, keine Frage. Einmal. Och, Alter, ich kann nicht schießen. Klapp. Nach innen oder nach außen? Wahrscheinlich nach innen. Diese Schrecksekunde immer. Wenn es kurz sich noch überlegt, lade ich jetzt oder nicht? Der Bosskey. Ich habe das Gefühl, ich mache alles irgendwie in der falschen Reihenfolge. Aber hey,
ist die Fee verpufft. Okay, Schalter steht auf blau. Merken wir uns mal. Wo könnte ich hier theoretisch runterspringen? Das würde mir nichts nutzen. Okay, dann lassen wir das erstmal. Gehen mal hier lang. Was bist du denn für ein Ding? Ich hab noch nie gesehen. Ich finde das so verwirrend, dass der Bumerang zwischendurch langsamer wird. Und eine Eichel, hurra! Oh, komm her, du Vieh. Okay, ich muss den Schalter natürlich umstellen. Wer hätte damit rechnen können? Der Long sollte einfach so einen Pocket-Schalter mitnehmen. Dann kann er einfach so ding dong, an, aus machen. Macht er aber nicht. Macht er einfach nicht. Was ich mich aber gestern noch fragen musste, der Hahn ist ja blau. Ist der Hahn immer blau oder ist der Hahn blauer, weil wir die blaue Tunika tragen? Und ja, über solche Sachen mache ich mir Gedanken. Willkommen in meinem Gehirn. Oh, ich hätte drauf springen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich sage ja, ich bin noch nicht ganz wach. Wieso seid ihr jetzt respawned? Merkwürdig. Im Schildkrötenfelsen können wir dann vielleicht wieder mit Gehirn-Attendance spielen. Gerade noch nicht ganz anwesend. Klönk. Zum Glück ist der Long ja gut zu Fuß. Aber so ist das halt, ne? Wenn man hier halt blind rumrennt und nicht perfekte Videos schneidet und einfach so tut, als wüsste man alles first try die ganze Zeit, während man es entweder vorher in einem Walkthrough nachgeguckt hat oder einfach 12.000 Mal neu angefangen hat, damit es auch ja perfekt aussieht. Das gibt es hier nicht. Sowas machen wir hier nicht. Ich glaube, der ist immer blau. Allein vom Gesichtsausdruck sah der Hahn wenig zutraulich aus. Wahrscheinlich. Aber es wäre doch lustig, wenn der rot wäre. Wenn man die rote Tunika genommen hätte. Ist aber mal gut. Er ist voll gewalttätig. Ja, toll. Und nu? Ich hab keinen Schlüssel. Kann ich irgendwo runterspringen? Da kann ich nur durchfallen. Ich meine, der andere Stein ist vorhin weggegangen, als ob der jetzt da stehen bleibt, dass ich da durchkomme. Ich glaub's ja wohl selber nicht. Das müsste doch garantiert mit runterfallen lösen. Willkommen zurück, Dommy. Ich hoffe, es hat gemundet. Wahrscheinlich übersehe ich auch schon wieder was. Oder ich habe es einfach wirklich kaputt gemacht, weil ich die Kugel falsch hingeschmissen habe. Dann weine ich, Mann. Dann weine ich einfach. Ja, und natürlich ist der Stein jetzt wieder da oben. Hä? Wie soll ich das denn machen? Ich habe auch schon wieder Hunger. Ich habe gerade extra noch gegessen, aber... Ich habe nur noch Hunger. Das ist so anstrengend. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend es ist, wenn du 24 Stunden am Tag richtig schlimm Hunger hast. Ich habe eigentlich nie Magenknurren. Nie. Selbst wenn ich ganz schlimm Hunger habe, knurrt mir nie der Magen. Und seit 3 Tagen habe ich quasi permanent Magenknurren. Und Hunger. Würde ich ja eigentlich beim Arzt untersuchen lassen, weil es kann auch mit meinen Medis zu tun haben. Aber in... Zum Arzt gehen ist gerade schlecht. Jedes Mal lasse ich mich treffen, Mann. Okay, jetzt komme ich aber die Treppe zumindest mal hoch.
zum Arzt gehen wird überbewertet. Ja, wäre vielleicht schon ganz gut. Wenn ich jetzt innerlich verhungere, wird schwierig mit Animal Crossing, aber gucken wir mal. Okay. Oh nein, was willst du denn hier? Oh nein, wenn der mich runterwirft, ist bestimmt alles furchtbar. Und er wird mich runterwerfen. Watch it happen, ja. Ist wieder derselbe Blödi wie das letzte Mal. Ist okay, wirf mich rum, wirf mich nur nicht ins Loch. Ich hab gesagt, nicht ins Loch. Oh Mann, ich hasse dich so. Da sagst du noch, bitte wirf mich nicht ins Loch. Nein. Weißt du, am Arsch. Hab ich... Will ich Pfeile? Ich glaube, ich will Pfeile. Ich meine, ich könnte das auch mit dem Bumerang machen, aber... So geht schneller. So. Hast du jetzt davon? Ich hab bitte gesagt, Mann. Er schmeißt mich einfach trotzdem runter. Gibt's denn sowas? Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Das heißt, wir kommen jetzt durch diese eine Tür da oben. Ja, natürlich. Ein Herz für Maris. Fluff. Oh cool, wenn man die aufs Herz macht, dann kommen Herzen raus. Das ist cool. Richtig frech. Da sag ich extra bitte, nö. Keine Manieren, der Typ. Okay. Benutzen wir mal den Schlüssel. Ich werde einfach den Boss-Key schon haben und ich bin noch nicht mal ansatzweise so weit. Ich hab's, glaube ich, echt verkackt. Nur weil ich die Säule da nicht weggemacht habe. Was soll mir das denn jetzt bringen? Das bringt mir doch jetzt genau nichts. Wieso habe ich die Kugel dahin geworfen? Wieso habt ihr mich nicht davon abgehalten? Vor allen Dingen war ich jetzt in dem Raum nicht. Ich bin dumm. Warte. Ich bin dumm. Moment. Och, Long. Sis. Komme ich dann halt nicht mehr zurück? Och nö. Nicht der schon wieder. Der macht Kratzer in meinen schönen Spiegelschild. Der ist neu. Mach das doch nicht. Er ist ganz neu. Dann spiegelt er doch gar nicht mehr so gut. Menno. Okay, aber jetzt müssten wir in den Kugelraum kommen. Ja. Kabumm. Düle-düle-dü höre ich schon mal gerne, aber ich habe jetzt halt trotzdem verschissen, weil... Legend of Long. So sieht's aus. Weil ich krieg die Kugel jetzt halt nicht mehr da... Naja, obwohl schon, aber... Ich glaube, sie muss essentiell dann da runter... Lass mal überlegen. Also hier war die andere Säule, glaube ich. Wir haben übrigens noch nie dieses Erinnerungsfeature ausprobiert. Das sollten wir vielleicht auch mal noch machen. Aber hier war, glaube ich, ja auch noch eine Säule, weil das ist ein Schalter. Das heißt, das müsste die Säule sein. Die sollten wir halt auch noch kaputt bashen, bevor wir die Kugel runterschmeißen, weil ich weiß nicht, ob wir die Kugel dann wieder hochkriegen. Jetzt hier im Kreis zu rennen, ist vielleicht ein bisschen nervig. Aber machbar. Boah, ich bin so mega verunsichert gerade. Oh, warte mal, da ist noch ein Bombloch. Ganz vorsichtig. Ist ja noch ein Durchgang. Vielleicht muss ich es gar nicht umständlich machen. Schade. Dachte, ich könnte es vielleicht kaputt machen.
Die Erinnerungen bringen es nicht wirklich. Da stehen einfach nochmal die Texte der Eule. Okay, dann können wir es uns auch sparen. Okay, warte mal hier. Kugel, warte mal kurz. Kannst du die Säulen nicht überwinden? Versuche mit etwas zu werfen. Ja, mit dir zum Beispiel. Ich muss die Kugel mitnehmen. Soll ich denn die Kugel darüber kriegen? Die werfen? Wie soll ich denn jetzt um Gottes Willen die Kugel darüber kriegen? Okay, so kann es nicht gehen. Ich muss ja die hier auch noch zerdeppern. So kann es aber nicht funktionieren. Kann ich hier schieben? Kann ich überhaupt irgendwas schieben mit der Kugel? Der Long wieder zurück? Oh boy. Kann sie von da rüber werfen? Komme ich mit der Kugel dahin? Weil da komme ich nicht mehr durch. Das ist eine Einbahntür. Doch, ich muss die so rum und dann kann ich sie hier durchschmeißen. Und dann darüber. Alter, willst mich doch fertig machen. Aber komplett. Da war aber eine Säule, ne? Das wissen wir, dass da eine Säule war. Hier, das ist eine Säule. Und das ist auch eine Säule. Das da ist wahrscheinlich auch eine Säule. Aber die habe ich, glaube ich, schon kaputt gemacht. Die vier Säulen des Tempels. Oh mein Gott. Na gut, dann geh du mal darüber. Wow, das war knapp. Oh cool, das geht. Sehr gut, das müssen wir wahrscheinlich auch machen. Ja, aber die habe ich kaputt gemacht. Und dann müsste da unten noch eine sein. Es ist eine halbe Weltreise mit dem Ding. Ah, das war jetzt nicht klug. Mama, ja, geh einfach beiseite, danke. Kann das wirklich so gewollt sein, dass ich mit der Kugel hier eine Weltreise mache? Könnt ihr da mal weggehen? Excuse you? Hallo? Glaubst du halt auch nicht, was hier passiert. Ich habe so Angst, die Kugel zu verlieren. Ach warte, das geht nicht. Das resettet sich doch. Eieiei, ich habe so Angst, die Kugel irgendwo hinzuschmeißen, wo sie nicht hin soll. Das wäre jetzt der Super-GAU. Oh nein. Oh nein. Schaffe ich das, dir darüber zu werfen? No risk, no fun. So. Einmal. Und jetzt darüber, darüber und dann der Long wieder außenrum. Okay, ich glaube, wir haben's. So, die parken wir hier. Muss ich dafür nochmal runter? Ich glaube, ja. Ja, weil da komme ich ja nicht mehr durch. Das heißt, ich muss wieder von unten lang. Alles macht sie kaputt. Ist halt so. Ist halt echt so. Mach alles kaputt. Jetzt dahin? Wahrscheinlich. Könnte mich auch einfach zum Eingang porten sonst. Wir haben keinen Schalter verstellt, ne? Der Schalter müsste noch so passen, dass ich wieder hoch kann. Oder war das nicht blau? Das war blau, oder? Die Treppe, die wir hoch müssen, wurde von blauen Steinen versperrt. Warte mal. Oh nein! Long, du Idiot! Muss doch darüber. Ach, scheiße, Mann. Warum passiert mir das immer? Gibt's doch gar nicht. Kann ich hier eine halbe Weltreise machen? Weil der Long keinen Bock hat. Arbeitsverweigerung nenne ich das. Arbeitsverweigerung. Vor allen Dingen hätten die Schalter ruhig mal einzeichnen können. Ich habe jetzt nämlich keine Ahnung, wo hier unten ein Schalter ist. Und der ist halt leider ein bisschen essentiell gerade. Mann, das ist so behindert. Wir hatten es quasi schon. Jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt sind wir richtig am Arsch.
Ich kann mich an diesen Tempel noch aus meiner Kindheit erinnern. Ich dachte immer, er wäre in Oracle of Ages gewesen. Weil da war ich auch ein bisschen älter, logischerweise. Aber nein. Dieser Abfuck hier, 26 Jahre später, verfolgt er mich immer noch. Ich habe halt wirklich geglaubt, dass der aus Ages ist. Das verstört mich zusätzlich. Ja, wie komme ich jetzt da wieder rüber? Jetzt muss doch wieder irgendwo runterspringen. Och, du blödes Kackding, geh mir aus dem Weg jetzt. Ich habe keine Zeit für sowas. Wie wir es halt eigentlich schon hatten. Nur weil ich jetzt runtergefallen bin. So ärgerlich. So, komme ich da durch? Okay. Das war unnötig. Aber ich glaube, der Schildkrötenfelsen wird noch schlimmer. Oh, hallo Heini. Ach. Ich sollte die wegräumen, weil sonst machen die mir gleich Ärger beim Werfen. Oh Mann! Ich habe nicht gesagt, zwei auf einmal. Die Hitboxen in dem Spiel machen mich fertig. Machen mich halt echt fertig. Die sind überall und nirgends. So. Wehe, das klappt jetzt nicht, ne? Dann kotze ich im Strahl. Okay, Kugel ist drüben. So, wie komme ich jetzt wieder rüber? Obenrum, ne? Obenrum. Obenrum. Dieses Ding verdient den Namen Labyrinth, aber sowas von. Aber wenigstens ist Sterben relativ unlikely, weil du so mit Feen zugebombt wirst. Der kann eigentlich nicht viel schief gehen. So, Longo, wenn du das jetzt verkackst, ne? Danke. Du hast eine Bombe erhalten. Das grenzt an Mobbing, was hier gerade passiert. So. Jetzt kracht's zusammen. Ich erinnere mich da halt noch dran, als wäre es gestern gewesen. Das ist halt wirklich Kindheitstrauma. Relived hier gerade. Halt ohne Scheiß jetzt. Dieser Tempel hat mich so mega traumatisiert als Kind. Kannst du dir nicht ausdenken. Vor allen Dingen habe ich jetzt, glaube ich, eine Kiste verpasst, aber egal. Ich weiß auch immer noch nicht, wie wir da hinkommen, weil ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber die Map hört da auf. Bei die Kisten haben wir alle. Wir haben den Boss-Key. Also theoretisch, wenn wir uns jetzt porten und da nach links gehen hier, sollten wir doch theoretisch da hinkommen. Und dann irgendwie den Weg zum Boss hinkriegen. Probieren wir es aus. Wenn, dann wäre es ja ganz okay gewesen. Bis auf diesen unnötigen Fail. Ah, das war halt jetzt gerade mega unnötig. Der Long ist einfach zu flutschig. Der fällt immer überall rein. Weit so gut. Da ist die Boss-Tür, oder? Ja, dann. Ach, das ist jetzt hier draufgefallen. Okay. Ja, schade. Mal gucken, ob wir das hier noch hinkriegen. Aber von der Boss-Tür aus zum Boss ist ja noch ein Stück. Der ist ja wahrscheinlich vogelmäßig oben auf dem Dach. Gehen wir halt erstmal hier durch. Das passiert ja auch nicht so oft, dass du dann
durch die Bosstür gehst und dann ist da gar keiner. Musst du erstmal 3 Kilometer weiterlaufen. Oh nein, nicht noch so einer. Dass man die in der Luft nicht treffen kann, ist halt auch fies. Oh Mann, musstest du mich jetzt abschießen? Jetzt muss man noch 20 Minuten hier in dem Raum warten. Dass man die nicht kaputt machen kann. Das geht doch sonst auch immer. Fast immer. Und dann hat es sich nicht mal gelohnt. Menno. Au. Wie genau haben die sich das vorgestellt? Jetzt bleiben wir mal ganz ruhig da hinten. Auf billigen Plätzen. Der kriegt noch einen Drehwurm. Guck dich das mal an. Wenn der hier alles voll bricht, ich putze es nicht weg. Sage ich euch aber gleich. Wenn der hier alles voll reiert, kann er selber wegputzen. Aua. Hör doch mal auf. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich möchte kein Fazit dazu abgeben. Oh, und dann ist hier nur ein Balsam drin, den ich nicht mal benutzen kann. Really? Ja, gut. Tja. Dann haben wir jetzt ein Problem. Weil das bedeutet, dass der kleine Schlüssel, den wir höchstwahrscheinlich brauchen, in einer von diesen beiden Kacktruhen ist. RIP. Hier komme ich ja nirgendwo hin, ne? Oh, warte, ich habe ein Spiegelschild, du hast recht. Gut, dass du sagst. Hatte ich schon wieder vergessen. Was ich ja bisher nicht gebraucht habe. Gutes Argument, dankeschön. So, aber was machen wir denn jetzt hier? Darüber gehe. Ist das eine gute Idee? Wenn mein Gehirn so, wir haben den für den Miniboss nicht gebraucht, brauche ich nicht. Aber das wäre smart gewesen. Siehst du, deswegen ist es so schön, wenn man mit Chat spielt. Können dann einen einfach mit der Nase drauf stüppen. Okay. Da geht's zum Boss. Jetzt bin ich verwirrt. Vor allen Dingen bin ich verwundet. Ich glaube, wir ziehen mal mit Pfeil und Bogen und der Feder in den Kampf. Ich hoffe, wir können nicht runtergeweht werden. Das wäre richtig eklig. Halt's mit dem Vögelchen mal ein. Hier kommt dein Ende. Ja, möglich. Gleich wirst du bereuen, jemals geboren worden zu sein. Vielleicht ein bisschen übertrieben. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Der Teufelsadler, der aussieht wie ein übergroßes Hühnchen. Aber der Schlüssel sah auch aus wie ein übergroßes Hühnchen. Oh, ich kann nach oben schießen? Cool. Das war mir nicht bewusst. Darf halt auch nicht zu weit rennen. Das ist gerade meine größte Sorge. Einfach dann auf der anderen Seite rauszurennen. Einfach draufschnetzeln. Hallo, Terror. Schön, dass du reinschaust. Ich bin gerade ein bisschen busy, aber schön, dass du da bist. Wow, okay, das war's. Meine Kraft. Bin besiegt. Doch dich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Du und ich, wir sind sein Traum. Ich bin dein Albtraum. Aber allerhöchstens. Oh, wisst ihr was?
Das Instrument fehlt. Okay, dann haben wir es noch nicht ausgestanden. Weil das Instrument hat er leider nicht ausgekackt. Der gute Adlerboy. Aber ich glaube, ich wäre nur auf die Stacheln gefallen, wenn wir runtergeweht worden wären. Die Tür war eben noch zu, oder? Okay, da ist das Instrument. Gut, gut. Aber... Also hier ist ja der Balsam drin. Aber wo ist der Schlüssel? Wie komme ich denn um Gottes Willen an den Schlüssel hierfür, den wir gar nicht brauchen? Und wie soll ich an diese Truhen daran kommen? Wenn du jetzt mal stur nach der Karte gehst, kannst du eigentlich nur da unten beim Augenboss hier in dieses Loch fallen. Für die Kiste. Aber wie du jetzt an die andere Kiste kommen sollst, keine Ahnung. Ich glaube, ich will die jetzt auch nicht mehr holen, weil ehrlich gesagt sind wir durch. Weil sonst muss ich den ganzen Weg wieder zum Instrument laufen. Also ich meine, 100% alle Kisten holen geht eh nicht, weil dafür müsste ich mal den Balsam verschwenden und mich sterben lassen. Und das sehe ich irgendwie nicht ein. Und da offensichtlich... Also ein Schlüssel ist drin und wahrscheinlich ist noch Geld drin. Also dafür jetzt den Aufwand. Ich glaube, wir holen einfach das Instrument und gehen. Außerdem habe ich ja nur noch 3 Stunden. Du hast die Poseidon-Orgel erhalten. Sehr schön. Ocarina. Die Musik der Ocarina weiß den Weg. Ja, der Schildkrötenfelsen muss wahrscheinlich auch wiederbelebt werden. Mit dem Spiegelschild kommen wir jetzt hoch, der Hahn ist weg. Kommen wir an dem Feuerding vorbei. Aber die wichtige Frage, die sich mir gerade noch stellt, ist... Wir haben immer noch 2 freie Itemplätze, weil der Spiegelschild ja einfach unseren Schild abgegradet hat. Das heißt, wir kriegen im Schildkrötenfelsen vielleicht noch was, aber dann muss es noch eine 3. Flasche geben und ich frage mich, wo die ist. Ich meine, wir sind eigentlich bisher echt gut durchgekommen, bis auf die 2 Tode am Anfang. Aber das wüsste ich schon gerne. Was ich auch gerne wüsste, ist, wie ich da jetzt nochmal hingekommen bin. Dahin. Das habe ich nämlich einfach knallhart vergessen. Seit gestern. Durch irgendeine von den Höhlen. Aber nach dem Drama-Lama gestern Abend bin ich so verwirrt, was jetzt wohin führt. Weil das hier führt doch eigentlich nur dahin. Ahem. Wie bin ich da nochmal hingekommen? Weiß ich halt gerade legit nicht mehr. Da hilft wohl nur ausprobieren, wenn ihr es auch nicht mehr wisst. Oder oben lang? Oben lang? Ah, hier, oder? Da, glaube ich. Okay, wie komme ich zurück zum Hühnermann? Da lang. Uff. Probier es aus. Ich habe keine Zeit. Wenn wir das Spiel in 3 Stunden nicht durchhaben, ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Dann spiele ich es niemals zu Ende. Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Siehst du, 1 Sekunde nicht hingeguckt, schon falsch gemacht. Schon schaffen wir das Spiel nicht mehr. Doof. Dann wird Kokolint niemals aufwachen. Nee, das Huhn ist jetzt weg. Ich glaube, das haben wir... Das hat ausgedient. Ich weiß ja auch, wo wir hin müssen. Wie...
das dann funktioniert. Aber jetzt bin ich halt natürlich runtergefallen. Das heißt, jetzt können wir eh gucken, wie wir da wieder hinkommen. Das war jetzt super unnötig von mir. Das tut mir sehr leid. Ich glaube, am schnellsten sind wir, wenn wir über Boris gehen und dann hier durch und dann da hoch und dann darüber. Ist jetzt ein super unnötiger Umweg, aber das scheint ja heute der Tag der unnötigen Umwege zu werden. Das freue ich mir. Andererseits, wenn wir jetzt eh schon hier unten sind, kann ich auch googeln, wo die dritte Flasche ist. Link's Awakening. Dritte Flasche. Alle Flaschen mit Fundorten. Bumerang. Beim Angeln finden. Vom Geist erhalten. Oh ne, die hat der Boris. Ach, ja, dann machen wir es ohne. Also jetzt 3 Stunden Zeit für Boris habe ich halt nicht, ne? Dann, nicht. Also der Guide hat mir jetzt auch nur 3 angezeigt, tatsächlich. Boris. Kann jetzt nicht Labyrinthe bauen. 3 Stunden lang. Das können wir vielleicht mal danach noch irgendwann machen. Aber jetzt gerade ist schlecht. Nee, und da müssen wir auch noch nicht hin. Gleich erst. Ich hätte auch erwartet, dass es 4 sind. Aber anscheinend sind es nur 3. Oder der Guide lügt. Das kann auch sein. Aber dann gibt es bestimmt im Schildkrötenfelsen noch ein Item. Ist nur so doof, dass wir jetzt hier nochmal durch müssen, weil ich runtergefallen bin. Andererseits, ob es durch die andere Höhle kürzer gewesen wäre. Alter, ich renn hier mit Schwert voraus und der schubst mich einfach von hinten. Also wirklich. Rumpel hat übrigens auch Corona frei und trampelt mir schon den ganzen Vormittag auf den Nerven rum. Ist das nicht wundervoll? Ist doof, wenn man jetzt nicht mehr raus darf und keine Küche hat. Ist ganz doof. Okay, warte nicht, dass ich mich jetzt wieder verlaufe. Nee, wir müssen doch. Ohne Hühnchen diesmal. Wir können ja beim Hühnermann mal gucken. Vielleicht hat er sich ja beim Hühnermann eingenistet. Der Hahn, den ich immer Hühnchen nenne. Dein Ernst? Geh mal weg da. Muss ich durch. The place to be. Oh, ich wollte doch eigentlich noch Muscheln sammeln, ne? Ich wollte eigentlich vorm Finale schon 40 Muscheln zusammen haben. Läuft nicht. Mr. Hühnchen. So sieht's aus. Ja, guck, Mr. Hühnchen. Ist einfach bei ihm eingezogen. Dieser Gockel hat ja ein Temperament. Ich fliege! Dann haben wir wenigstens Basil glücklich gemacht. Oder die Link's Awakening-Version von Basil-Luigi. Dürft ihr euch jetzt aussuchen. Wenigstens einer hier mit Happy End. So, und hier kommt man nämlich... Marin? Hilfe! Theoretisch auch ohne Huhn hin, aber sie steht da ein bisschen blöd im Weg. Long! Ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab Angst. Aus dem Weg gehen, dann rette ich dich. So. Das hätten sie ruhig als Cutscene machen können, wie ihr sie einfach so wegsnatcht. Das war Rettung in höchster Not. Danke, Long. Du, Long. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber... Marin! Hallo, ich bin der dicke Tarin. Huch, oh Tarin. Tja, dann muss ich wohl gehen. Oh nein, ich glaube, sie wollte uns ihre Gefühle gestehen. Voll traurig. Dann hat der Papa einfach dazwischen gefunkt. Hüpf. Ja, da hat sie keine Angst. 3 Meter Schlucht, egal.
Oder als sie den UFO-Catcher-Typ weggecatchert hat. Das war ja auch egal. Uhu, uhu. Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gesungen hat. Jenes Lied, das Schlafende aufweckt. Wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Zeige deinen Mut. Der Windfisch wartet. Uhu. Väter immer zum falschen Zeitpunkt. Die riechen das und dann batten die dazwischen. Twitcher! Hi! Na? Alles fit? Alles gut? Ach, Gott sei Dank habe ich mich erinnert. Marin kommt, Heini dreht sich um. Ja, wer würde sich da nicht umdrehen? Ist ja ein hübsches Mädchen. Die kleine Marin. Dann also zum dritten Mal. Zum dritten und hoffentlich letzten Mal. Ich glaube, auf der anderen Seite ist ein Teleporter. Weil eventuell will ich wirklich noch schnell 6 Muscheln sammeln. Ja, 6. Ich bin todesmüde, aber ich bin auch hochmotiviert. Wir haben nämlich nur bis 16 Uhr Zeit. Den Minis geht's gut. Haben alles gut überstanden. Wollen um 16.15 Uhr abgeholt werden. Au. Mann, lass mich doch durch. Ich muss nach oben. Frechheit. Und ja, so lange haben wir also heute Zeit. Und dann heute Abend Animal Crossing. Wo geht's hier eigentlich hin? Habe ich den gemacht? Ich glaube ja, wir haben so viel Zauberpulver. Kommt der nochmal? Nö. Okay. Den Upgrade-Mann. Dass der hier keine Muscheln versteckt. Aber es macht nicht Ding Ding. Dann gehen wir wieder. Unser neues, leider schon verkratztes Spiegelschild ausprobieren. Da ist der Teleporter. So nah und doch so fern. Aber jetzt. Ja, die sind jetzt glockenfrei. Guckt euch das mal an. Aha! Der Link trotzt den Flammen. Komm jetzt halt auch nicht mehr zurück, ne? Rückwärts vielleicht. Aber sie haben alles gut überstanden. Die schlafen jetzt noch. Die schlafen dann wahrscheinlich auch nachher viel. Dann mache ich mit den Kätzchen noch ein Snap-Nap. Weil sie ja abgesnappt wurden. Snap-Nap. Und dann heute Abend Animal Crossing. 5 Muffeln. Sehr gut. Da, wie das einfach zurückgeschleudert wurde. Voll gut. Weil da ist jetzt halt schon der Schildkrötenfelsen. Hätte aber eigentlich halt schon gerne das Schwert. Aua. Du blödes Viech. Ha. Da ist einfach noch ein Teleporter. Warum sind hier denn 2 Teleporter? Hm. Die Mädels waren das auch ohne OP. Ja, ich bin aber ganz froh, dass es Jungs sind, weil da wird ja einfach nur ein bisschen schnippschnapp gemacht und dann alles halb so wild. Bei der Katze damals war das ja so ein Mega-Drama dann, weil so eine Katze... Vor allen Dingen ist das ja halt nun mal 12 Jahre her. Heute können die das, glaube ich, auch minimal invasiver machen. Aber früher haben sie dir halt gefühlt die ganze Katze aufgeschnitten, so einmal in der Mitte durch. Und das, war schon mehr so elend. Okay, Kinders, aber wir machen ganz kurz
Häuschen, dann gucke ich mal, ob wir noch 5 Muscheln mit einem Guide oder so zusammenkriegen, weil ich will dieses Schwert haben. Bevor wir in den letzten Tempel gehen. Und dann schauen wir mal. 3 Stunden haben wir noch. Kriegen wir hin. Schwupp. Kann ich eigentlich hier stehen, ohne dass mir was passiert? Habt ihr nämlich schönere Musik. Die Gegner respawnen nicht, wenn ich im selben Screen bin, oder? Ich riskiere es einfach mal. Wir haben ja jetzt Balsam ohne Ende. Also, bin gleich wieder da. Und Dankeschön, Twitcher, für den Host. Bin gleich wieder da. Okay, ich glaube, ich kriege 5 Muscheln zusammen. Ist hier gerade mal so durch den Guide gestöbert. Und was ich auch noch gerne machen wollte, an Schloss Kanalee ist ja auch noch, wo man den Enterhaken für braucht. Ging es ja auch noch nach unten. Das würde ich mir auf jeden Fall auch noch gerne angucken. Vielleicht haben wir auch Glück und im UFO-Catcher ist noch einer. Das würde ich, glaube ich, gerne auch noch versuchen. Dass wir halt zumindest die Belohnung für 40 Muscheln kriegen. Und dann soll es auch Pause, soll es auch sein. Nee, der Pause-Screen ist noch drin. Wir machen gerade Pause. Oder haben gerade Pause gemacht. Ich bin gerade frisch aus der Pause zurück. Hallo, Rigid 8. Schön, dass du einschaltest. Kidoki. Dann gucken wir mal. Hab ich gerade hingesetzt. Jetzt nur kein Stress. Also, hier können wir uns ja wieder hinporten. Das ist ja nicht das Problem. Dann fangen wir mal mit den einfachen an. Gucken mal, dass wir das noch hinkriegen. Aber ich sehe es halt schon kommen, dass wir das halt nicht schaffen, so wie ich das gerne hätte. Weil unter Zeitdruck will ich den Windfisch auch nicht machen. Habe ich auch keinen Bock. Da müssen wir halt echt mal gucken. Ich freue mich schon so aufs Inseln. Glaubst du gar nicht. So, ich habe gelesen, man kann einfach das hier tun. Und dann haben wir schon mal 1 von 5. Warum müssen Hühner draußen bleiben? Ich habe dazu einen schönen Clip vom letzten Stream gemacht. Ist aufs Spiel bezogen. Ist ein Gag für das Huhn. Falls du Zelda kennst. Das Huhn, das uns hier hochgebracht hat. Oder vielmehr zum letzten Tempel, den wir gerade gemacht haben. Ich kann auch sehr authentische Hühnergeräusche machen. Ich mach's jetzt aber nicht, weil sonst fliegen den Headphone-Users die Ohren weg. So, ich muss mich erstmal... Jetzt habe ich wieder... Jetzt bin ich wieder in Stress. Ne? Jetzt bin ich wieder in Stress. Das ist nicht gut. Ist hier nicht Majora's Mask, aber ich fühle mich gerade ein bisschen so. Mit dem 3-Stunden-Timer. Der tickt. So, was hatte ich mir noch rausgeguckt? Das haben wir gemacht. Wo ist denn da? Das ist hier. Das heißt, das ist am Anfang. Okay, am Strand war noch eine hier. Ich markiere mir das mal, sonst vergesse ich es wieder. Hier ist eine, da ist eine. Dann die oben haben wir gerade geholt. Hätte mir einfach gleich auf der Karte markieren sollen. Ja, die steht hier auch noch rum. Ich glaube, hier steht so ziemlich jedes Zelda-Spiel in der First Press rum. Wenn es nicht fertig wird, ist auch kein Beinbruch. Ich weiß, ja, aber... Ich habe es mir vorgenommen und ich würde es einfach gern schaffen. Aber ich will es auch nicht rushen, weißt du? Ist halt auch scheiße. Der ewige Struggle. Ich hätte einfach einen Tag früher anfangen sollen. Okay, das habe ich markiert. Das sind schon mal 2. Dann fehlen noch 2. 300 Viewer, uff. Ja, hätte mein Dealer nicht gestern die Schotten dicht gemacht, hätten wir auch gestern Animal Crossing streamen können. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht hätte. Weil ich freue mich so auf den Mitternachtslaunch mit euch. Aber hallo erstmal, Drachengott. Ganz ehrlich, dann sollen sie alle die Klicks haben. Diese ganzen Menschen, die Animal Crossing jetzt nur spielen, weil sie hypegeil sind, können mich sowieso mal. Sollen sie doch, mir doch egal. Ah, am Angelteich sind vielleicht noch welche.
Aber beim Angelteich ist halt immer ein bisschen Glück dabei. Das heißt, das würde ich jetzt ungerne machen wollen. Meine Rede sehe ich doch auch so. Wir machen das ganz gemütlich. Das ist eh viel schöner. Die müsste ich ausgegraben haben. Palme habe ich angerempelt. Gefühlt habe ich die alle schon. Kann halt nicht sein. Aber ja, die haben wir auch. Ich glaube, die hier in der Wüste haben wir noch nicht. Kann ich mich zur Wüste porten? Ja, ne? Zoo Dorf. Los geht's. Dann sollen die halt alle schon spielen. Weiße. Den Stress geben wir uns doch gar nicht. Kannst du mal verschieben, sonst sehe ich den Chat nicht. So gemütlich, dass ich geschlafen habe. Oh, Tante. Du musst auch schon mal vorschlafen für heute Nacht. Ist okay. Wir haben es hinbekommen. Die 300 von heute kommen dann halt aber auch nicht wieder. Auf Dauer hast du nichts von dem Hype eben. Ich finde das eh ganz furchtbar, wenn Leute halt nur Hype-Games spielen. Weil, boah, ganz ehrlich, ich spiele die Spiele, auf die ich Bock habe. Wenn ich Bock habe auf ein Story-Spiel, habe ich Bock auf ein Story-Spiel und dann spiele ich das. Und sag nicht, nee, spiele ich nicht, weil dann kommen die Leute nicht. Ganz ehrlich, wenn du so anfängst, ist irgendwie die falsche Motivation. Entweder die Leute kommen für dich oder sie kommen gar nicht. Fertig. So, diese Mupfel. Diese Zeiten, die du da warten musst, bis du es wegdrücken kannst. Furchtbar. Dann soll da oben noch eine sein. Aber die hier haben wir, glaube ich, geholt, oder? Kann ich da schnell... Ups. Kann ich da schnell hochlaufen? Hey, Connor! Schön, dass du reinschaust, na? Immer noch so langweilig. Ist es eigentlich respektlos, wenn man bestimmte Streams nur anguckt, um dabei besser einzuschlafen? Nein, gar nicht. Das mache ich auch so. Das ist absolut legitim. Ja, es macht nicht mehr Ding-Ding. Okay, dann haben wir die schon. Schloss Kanalee. Begebt euch nördlich des Schlosses ins Wasser. Die müssten wir eigentlich auch haben. Aber ich wollte eh zum Schloss. Das heißt, wir können da auch direkt nachgucken. Es ist nur die Frage, welcher Porter ist am nächsten dran? Am Schloss. Der Muschelbazar. Weil da links ist ja noch eine Höhle. Ja, genau, nebenbei spielen oder so machen auch voll viele. Das hat ja gar nichts mit respektlos zu tun. Ich zum Beispiel lurke selber auch total viel in Streams. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Das ist absolut okay. Ich finde das sogar sehr süß, wenn Leute bei meinen Streams einschlafen, weil das ja bedeutet, dass ich eine sehr beruhigende Wirkung auf sie habe. Und dass sie sich so sicher fühlen, dass sie einfach einschlafen bei mir. Das ist doch eigentlich was Schönes. Ah, sehr gut, da war auch eine Muschel drin. Ja, perfekt, Mann. Raft. Ja, viel Spaß dabei. Voll lieb, dass du dann trotzdem noch so gut aufpasst wie vorhin mit dem Spiegelschild. Da hast du dir glatt einen Orden verdient. Ach, und Connor. Noch hast du ja 11 Stunden, um deinen Bruder zu überzeugen. Biet ihm einfach an, dass du irgendwie, weiß ich nicht, 3 Wochen für ihn den Abwasch machst oder so. Und wie konnte ich diese Muschel übersehen? Oder irgendwie sowas. Sein Zimmer aufräumst, für ihn mit dem Hund rausgehst oder so. Keine Ahnung. Okay, wie viele Muscheln haben wir? 39. Haben wir noch eine Flotte? Die haben wir geholt, die haben wir geholt. Die ist auch hier beim Richard. Die haben wir, glaube ich, auch nicht. Jetzt muss ich nur wieder an Land. Das wird gerade die größere Herausforderung. Boni! Hey! Schön, dass du vorbeischaust in hoffentlich guter Gesundheit. Will hier von niemandem hören, dass er sich Corona eingefangen hat. Sonst werdet ihr auch übers Knie gelegt. Na, zum Richies Port schneller.
Zum Richard ist Porten schneller. Twilight Princess. Es muss endlich auch auf die Switch, Mann. Ich habe keine Lust, meine Wii U wieder anzuschließen. Ich habe kein Corona, aber einen Kumpel. Oh, gute Besserung an den Kumpel. Übers Knie gelegt? Dafür wird es sich ja fast schon lohnen. Nein. Du als Mod kannst das doch so bekommen. So, warte, was wollte ich jetzt hier eigentlich? Ich wollte gar nicht hierhin, ich bin dumm. Ich wollte dahin. Vor lauter übers Knie legen. Ich habe Corona im Kühlschrank. Das ist okay. Euren Alkohol werde ich euch nicht vorschreiben. Ja, oder dieses Argument suchen. Das ist auch ein super Argument. Kauf mir Animal Crossing, dann nerv ich dich nie wieder. Weil dann bist du erstmal 3 Jahre mit Animal Crossing beschäftigt. Das ist die letzte Muschel. Yo. Wir kriegen jetzt das Schwert nicht. Für 40 Mupfeln. Dann werde ich aber sauer. Dann werde ich aber richtig sauer. Dann lege ich erstmal den Muschelbazar übers Knie. Kannst du aber glauben. Dann wird der Muschelbazar übers Knie gelegt. Ich finde aber immer noch, sie hätten es einfach zum Mai-Mais machen können. Ich meine, hallo? Der Frost Dragon! Hi! Und Leaf, ach, dir einen wunderschönen guten Morgen, / Mittag. Schön, dass ihr beiden da seid und hergefunden habt. Hier in den letzten Zügen von Link's Awakening. Es gibt dicke Geschenke. Ich will auch mal so eine Box. Können die mir nicht Animal Crossing in so einer Box geben? Übrigens Nintendo, ne? Nintendo sind voll die Mobber. Die Leute mit einer Animal Crossing Switch kriegen in-game eine Animal Crossing Switch. Die anderen kriegen nur ihre normale. Das ist voll gemein. Nicht mal in-game darf man eine haben. Hebe dein Schwert über den Kopf. Ich gewähre dir neue Kraft. Noch nie durchgespielt? Dann wird's aber Zeit, Connor. Du hast das Kokolin-Schwert erhalten. Vielleicht wäre es gut, deinen Namen draufzuschreiben. Vielleicht auch nicht. Was bist du, Roxas? Lohnt sich das eigentlich, alle Muscheln zu holen? Weiß man das? Was kriegt man denn dafür? Alle Muscheln, Belohnung, Zelda. Alle Zaubermuscheln. Ein Kammerstein. Ja, okay, das können wir uns klemmen, glaube ich. Das muss jetzt nicht sein. Die Leute, bei denen gestern noch Freitag stand, haben jetzt auch Montag als Lieferdatum bekommen. Uff. Bin ich froh, dass ich zumindest meine Digital Version habe. Die kann mir keiner mehr nehmen. Hatte ich gerade Schwertlaser, bevor ich getroffen wurde, weil ich weggeguckt habe? Nur eine Kammer? Nur eine Kammer. Ist nur ein Kammerstein. So richtiger Beschiss, Alter. Einfach so ein lausiger Kammerschein. Okay, die letzte Flasche von Boris brauchen wir auch nicht. Kann uns gestohlen bleiben, der Boris mit seiner Flasche. Seinem Abfall. Kann er behalten. Wenn ich das neue Animal Crossing schon hätte, würde ich spielen. Aber in 10,5 Stunden spielen auch wir Animal Crossing. Aber jetzt spielen wir erstmal Zelda zu Ende. Auf wie geht's? Flup. Ich bin nicht bereit. Aber hey, was soll's. Nee, wir machen heute ganz gemütlich, excuse me, um 12, also um Mitternacht. Ich habe wirklich ein Schwertlaser. Cool. Um Mitternacht, Mitternachts-Lounge-Party alle zusammen. Also wenn du teilnehmen möchtest, kein Problem. Da freue ich mich schon ewig drauf. Jetzt spielen wir erstmal ein Lied. Den Kröten-Rap. Pflaumi! Aber richtig Party, Mann. Ich freue mich so sehr. Die letzten 9 Monate waren so schlimm. Oh oh. Tu mir nichts. Warte mal. Bomben?
Der hat da so einen Riss im Kopf. Uff, das war knapp. Komm gleich auf euch zurück. Ich muss erst kurz eine tote, wiedererweckte Schildkröte kämpfen. Ja, ich wäre auch sauer, weißt du? Machst du so ein Nickerchen? Dann kommt so ein Typ und bombt dir den Kopf weg. Kann man schon mal allergisch drauf reagieren? Aber süß ist sie ja. Sieht eher aus wie ein Drache. Eine kleine Schnappschildkröte. Habt ihr das gesehen? Ist wie Kiri. Eine kleine Schnappschildkröte. Mein schöner Schwertlaser. Au. Würde helfen, wenn ich nicht mal selber reinlaufen würde. Ey, voll das Schnappi, ne? Jetzt ist sie tot. Das hat sie jetzt davon. Sie hat's ja nicht anders gewollt. Aber wirklich länger ist das Schwert halt auch nicht, ne? Na, dann erstmal entstauben, Connor. Dicke Staubschicht. Wusstet ihr, dass Staub auch aus sehr vielen Menschenpartikeln besteht? Der Schildkrötenfelsen. Jetzt wird's ernst. Aus Sternenstaub und Menschenüberresten. Oh, hi. Ich hab nicht so die Reflexe. Mach das nicht. Vielleicht sollte ich eine Wirbelattacke aufladen. Ach, da war ich da aus. Ja, klar. Das Schnappi-Deal. Willkommen zurück, Twitcher. Okay, ich kann keine Wirbelattacke machen. Uah. Ach, der teilt sich auch noch. Ja, wunderbar. Dankeschön, Lee, für deinen Host. So furchtbar, dass ich meine Alerts nicht hören kann. Also, wenn ich irgendwelche Dinge verpasse, seid's mir nicht böse. Ich höre leider nur das Game im Moment. Und der Treasure ist da. Ja, hallöchen. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles, das im Universum existiert, war mal Staub. Oder wird mal Staub, ja. Ah, ich habe ein Spiegelschild. Ja, gut, dass ihr mich dran erinnert. Was würde ich ohne euch machen? Verzweifeln wahrscheinlich. Oh nein, das sind diese Wischmob-Dinger, oder? Ja, okay, genau. Das wollte ich nicht, aber... Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Dann machen wir uns mal einen Weg. Aufregend. Dass dem Link aber nicht warm ist, jetzt wäre die rote Rüstung vielleicht doch ganz gut. Nicht, dass der schmilzt. Ich meine, ist schon ganz schön warm hier drin. Hauptsache, ich muss nicht wieder Säulen kaputt machen. Ein Kindheitstrauma pro Tag reicht. Huch. Oh, Treasure, ja, wenn du es selber noch nicht gespielt hast, dann ganz schnell Augen zuhalten. Aber wenn du möchtest, auch für dich, heute Abend um Mitternacht steigt hier die große Animal Crossing Release Party, falls Animal Crossing was für dich ist. Bist du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Das bisschen Lava. Ja, das soll sie nicht so anstellen. Er könnte sich aber zumindest festhalten. Das wäre schon mal ein Anfang. Ist er einfach in den Tod gejumpt, Alter. Ist ja Grillbrot am Stock. Kennt ihr das noch? Grillbrot am Stock. Stockbrot heißt's. Stockbrot. Na dann, Treasure, bis heute Abend. Ich freue mich schon. Ich freue mich so sehr. Ich weiß, ich nerve, ist mir aber egal. Ach, City Folk, beziehungsweise Let's Go to the City hieß es, glaube ich, bei uns. Das habe ich tatsächlich leider nicht gespielt. Ich kenne nur Wild World und New Leaf. Oh nein!
Danger Rochen ist back. Danger Rochen ist back. Doch, passt so. Danger Rochen. Oh nein, daneben. Nein. Ah, verdammt. Danger Rochen. Ich glaube, Danger Rochen ist schneller geworden. Schneller und bösartiger. Ach schade, ich dachte, ich könnte ihn vielleicht auch umrammen. Leider nein. Simple, hey. Schön, dass du da bist. Und Zeit gefunden hast für den Long. Wir können hier auf dem Weg zum Finale jede Unterstützung gebrauchen. Ihr seht es ja selber. Der Danger Rochen macht mich fertig. Aber er ist auch zu süß, um abgeschossen zu werden. Müsst ihr auch verstehen. Er ist viel zu niedlich. Spielt sie Völkerball mit dem Rochen? So ähnlich, ja. Ist eher so Medizinball. Er will nur spielen und Long tötet ihn einfach. Weißt du, was willst du da machen? Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich bin hier falsch. Ich habe ein Spiegelschild. Aha! Okay. Haben wir den Schnabel? Ich glaube schon, oder? Lenke mit L das Artefakt, um alle Löcher zu füllen. Wäre sonst nicht hergekommen, aber danke für den Tipp. Ich laufe einfach mal weiter und guck, wie weit ich komme, ne? Ist er jetzt wirklich auf die Stacheln gefallen? Das ist voll süß, wie er sich dann immer den Popo hält. Der arme Kleine. Mach das nicht mit Absicht. Ich glaube, was mich an den neuen Animal Crossing noch stört, dass das Werkzeug so schnell kaputt gehen soll. Ja, aber du kannst ja später krassere Sachen craften. Das ist ja nur am Anfang. Kriegst ja erstmal nur so Lappensachen und dann kannst du dir später ja aber richtige Sachen machen. Es gibt bestimmt auch wieder Goldsachen. Das ist jetzt irgendwie doof. Aua. So. Geht doch. Blöden Fackeln, ey. Aber jetzt, wo ich nochmal... Ich habe ja sehr viel Binding of Isaac gespielt in letzter Zeit. Und jetzt, wo ich nochmal so ein älteres Zelda spiele, da merkst du halt aber schon, wie hart die sich haben inspirieren lassen. Na, wenn du das sagst, klar. Das ist ja nur, ganz am Anfang hast du halt nichts, weil es halt eine isolierte, wie heißt das Wort? Mushinto. Eine verlassene Insel ist. Aber du kultivierst die ja dann. Tom Nook wird dich nicht im Stich lassen. Die Nooklings haben bestimmt irgendwann Goldschaufeln. Zur Not machst du dir selber eine. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich bin auch immer noch ganz fest davon überzeugt, dass wir irgendwann noch schwimmen, / tauchen können. Wenn es nicht sowieso im Sommer von alleine kommt, weil der Tom dann einfach plötzlich einen Wetsuit im Angebot hat, dann garantiert als DLC. Heed my words. Der Deep Dive DLC. Ich glaube fest daran. Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay, ist hier irgendwo ein Schalter da hinten? Verwirrend. Das ist ziemlich verwirrend. Ja, genau. Du kannst später Wege anlegen. Es gibt jetzt sogar Terraforming am Ende. Das heißt, du kannst deine Insel weitestgehend... Es gibt ein paar Sachen, die du nicht verändern kannst. Zum Beispiel Also wo die Flüsse ins Meer münden, das kannst du nicht verändern. Und du kannst den Strand nicht terraformen. Aber so im Großen und Ganzen kannst du alles machen, was du möchtest. Den Flughafen kannst du, glaube ich, auch nicht verschieben. Bei Nook Inc. bin ich mir nicht ganz sicher. Aber so im Großen und Ganzen hast du so viele Freiheiten wie noch nie. Und da wirst du garantiert auch Gold-Werkzeuge bekommen. Das liegt hier einfach so rum. Bei Nook Schulden zu haben? Klar. Bei jemandem Schulden zu haben, der mir Hunderte von Tausende von Euro /Sternis gibt und die jahrelang nicht zurück will, wenn ich keinen Bock habe, zinsfrei, los geht's.
Da bin ich aber sofort dabei. Okay, das müssen wir. Das ist wahrscheinlich der Raum, den ich full clearen muss. Aber wahrscheinlich von der anderen Seite. Natürlich nur die Frage, wie komme ich da hin? War ich da schon? Habe ich die Karte schon? Nee. Hä? Wieso war ich denn da schon? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Jetzt rächt sich das wieder. Ich bin zu excited für Animal Crossing, Mann. Ich bin so excited. Ich kann nicht. Ich kann nicht denken. Ich freue mich einfach so sehr. Ich habe immer noch Schulden bei Nook in Wild World. Und in New Leaf. Ach, das wird er dir nicht übel nehmen. Es hat ja offensichtlich gereicht, um eine neue Firma zu gründen. Und der ist reif für die Inselpaket auf den Weg zu bringen. Mach dir da mal keine Gedanken. Auch nicht der schon wieder. Nicht der Schubstyp. Mit dem mache ich kurz einen Prozess. Das war sehr cool. So krass wollte ich den gar nicht fertig machen. Upsi. Ja nun. So macht man das. Ha, gehen wir jetzt nach oben oder nach unten? Theoretisch geht beides, aber ich kann halt nur in eine Richtung. Der hatte nicht mal eine Chance zu zwinkern, der war einfach tot. Einfach tot gemacht. Mit den doppelten Schulden könntest du aber recht haben, weil du musst sowohl mit Nook-Meilen als auch mit Sternis jetzt Sachen abbezahlen. Also hast du sowieso doppelt. Ich habe gedacht, ich kann den mit dem D-Pad lenken. Geht aber nicht. Ist ja unangenehm. Aber richtiger Speed-Death, Mann. Ui, Geld. Schlüssel wäre mir jetzt lieber gewesen. Da gehe ich jetzt hoch oder runter? Ich glaube, ich gehe erst runter. Auf die Gefahr hin, dass ich nicht mehr rauskomme. Aber was soll's. Boomerang. Es wird einfach so gut. Ich habe mich noch nie so sehr auf ein Spiele-Release gefreut wie auf Animal Crossing. Noch nie. Bei meinem Alter will das was heißen. Ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Game-Releases mitbekommen. Aber dieses... Also ich habe auch noch 3 Millionen Sternis auf New Leaf. Ich kann auch noch ein bisschen was... Oh nein. Rüberpitchen. Sag mal, ist jetzt hier Boss Rush Party oder was? Aber mit meinem Kokolinschwert kann mir keiner was. Ich mach sie alle fertig jetzt. Jetzt kommt die Rache. Vom overpowerten Link. Huch. Schon wieder so ein schwarzes Loch. Lauf, Link. Okay, das sollte man mit Vorsicht genießen. Der Kompass. Ja, wunderbar. Oh nein, wie gelöscht? Deine Stadt kann doch nicht einfach gelöscht werden. Das geht so aber nicht. Uff, oh nee, nicht du schon wieder. Oh, ich dachte, ich schaff's noch, aber ich hab's nicht geschafft. Das sind schwarze Löcher. Die haben eine magische Anziehung auf den Long. Aber so richtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, das lohnt sich nicht mal. Aber vielleicht droppt er ein Key oder so. Hast du gern Gannon oder was? Musst du aber nochmal üben gehen. Schlüssel! Hey Steffi, schön, dass du reinschaust und dich hoffentlich bester Gesundheit erfreust. Ich find's ja doof, dass Animal Crossing keine Cloud unterstützt. Sagen wir noch nicht. Ich hoffe immer noch, dass sie noch die Kurve kriegen, so vor Juni vielleicht. Man darf hoffen, oder? Okay, und jetzt nach oben.
Die erinnern mich irgendwie an diese Schwammdinger von Splatoon. Wenn man mit dem Spiegelschild das schwarze Loch verteidigt, frisst das Loch sich selbst auf? Gute Frage. Wenn wir nochmal eins treffen, probiere ich es vielleicht aus. Diese Schlangen sind halt so lächerlich. Die sind halt so überhaupt nicht bedrohlich. Ist für den letzten Dungeon ein bisschen albern. Nur Erkältung, kein Corona. Sehr gut. Dann ruhe dich aber trotzdem aus. Viel schlafen, viel trinken, viel Animal Crossing, wenn du Animal Crossing magst. Viel Ruhe ist jetzt wichtig. Treffe ich das von hier? Nö. Oh, dann ist das letzte Item bestimmt der Somaria-Stab, oder? Somari, wisst ihr Bescheid? Somaria-Stab. Das ändert aber nichts daran, dass jetzt ich weiterkomme. Waren wir denn jetzt noch nicht? Ich habe jetzt einen Schlüssel. Das heißt, ich käme jetzt hier vielleicht weiter. Probieren wir das mal. Jaha, wir spielen ja auch schon den vierten Tag. Heute soll es theoretisch zu Ende gehen mit dem Long, damit wir uns komplett auf Animal Crossing konzentrieren können. Aber mal gucken, ob das klappt. Okay. Ach, da komme ich gar nicht. Obwohl, die müsste ich theoretisch schieben können. Da muss ich mich hinbomben. Von da. Nee, schieben. Schieben oder bomben? Ich versuch's mal mit schieben. Ja, Online-Mitgliedschaft, die wird, glaube ich, auch für die Events dann gebraucht. Da habe ich heute einen Artikel drüber gelesen. Du kannst nicht zu den Events time traveln. Das Oster-Event zum Beispiel ist jetzt vom 1. bis 12. glaube ich. April. Und da wird dann wohl auch getestet. Also vielleicht brauchst du eine Online-Konnektivität. Aber auf jeden Fall checken sie, dass es halt das richtige Datum ist und du nicht hier fröhlich rumeimerst. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so klug, aber ich kann mich nur zum Eingang porten. Ja, das mache ich vielleicht auch gleich mal kurz. Das wird anstrengend. Nicht so anstrengend wie der vorletzte Dungeon, aber hier müssen wir auch ein bisschen gucken, was wir machen. Aber du brauchst halt auf jeden Fall Nintendo Switch Online, um mit anderen zu spielen. Sonst wird das nämlich leider nichts. Aber auch nochmal für alle neu dazugekommenen, heute Abend Mitternacht Animal Crossing New Leaf Release Party. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns zusammen zu spielen. Ich freue mich. Geh ich jetzt erst da hoch? Ja, wir könnten hier, glaube ich, auch hoch. Dann müsste ich den Schlüssel da nicht verschwenden. Alter, ist der Dungeon groß. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich meine, online wird, glaube ich, also miteinander spielen wird, glaube ich, eh erst morgen freigeschalten. Aber zumindest können wir alle zusammen loslegen. Und ja, das wird garantiert der Somaria-Stab. Jetzt habe ich halt nur Bubu gemacht. Das wird ein lustiges Rumgeporte jetzt, bis ich den Stab gefunden habe. Oder kann ich da rüberspringen? Schaffe ich nicht, oder? Ha, doch. Wer ist die Beste? Da kann man bomben. Dankeschön, Max, fürs Posten der Link. Oh nein, ein Schalter. Oh nein, ein Schalter. Der Long erstickt wahrscheinlich auch einfach gleich am ganzen Kohlenmonoxid. Erst in 3 Monaten? Warum das denn lief? Komm hier nicht weiter. Ich brauche den blöden Stab. In Lava baden.
Ja, soll ja gesund sein, schön für die Haut oder so. Okay, irgendwas übersehe ich doch hier. Also ich meine, wir können theoretisch immer noch hier hin. Aber da kommen wir nicht so wirklich irgendwo anders hin, wo wir nicht eh schon hingekonnt hätten. Irgendwas übersehe ich. Ich habe doch jetzt wieder irgendwas verpasst, weil ich mich so über Animal Crossing gefreut habe. Wie kam ich denn? Ich habe hier die Kisten aufgemacht. Wieso war ich denn dann hier nicht? Da ist der zweite Schlüssel. Wie bin ich denn da hingekommen? Okay, warte mal. Wir gehen jetzt mal nochmal hier durch die Treppen. Hab mich wieder verlabert. Es tut mir leid. Hasst mich nicht. Hüpf. Oh je, Leaf. Das tut mir leid. Aber ja, man muss leider dann Prioritäten setzen. Kenne ich auch. Ich hätte auch gern die Animal Crossing Switch gehabt, aber die war halt auch nicht drin. Jetzt bin ich ganz froh drum, weil, naja, gefühlt wird kein Deutscher sie bekommen. Aber egal, wir haben das Spiel. Es ist auf meiner Switch mit dem Day One Patch. Ladet euch den Day One Patch runter, wenn ihr die... Oh, ich hab gedrückt. Wenn ihr die Day One, also wenn ihr die Digital Version habt, so rum. Wieso geht das denn nicht? Wieso kann ich da nicht nach links lenken? Was willst du denn von mir? Ah, die Dragon Quest 11 Switch ist auch toll. Die habe ich in Japan gesehen. Ich habe echt überlegt, ob ich sie kaufen soll. Aber dann dachte ich so... Nee. Gott wünschte ich, man könnte das mit dem D-Pad steuern. Das ist einfach nur furchtbar. Bin ich zu langsam? Warum geht das denn jetzt nicht? Ich glaube, ich bin zu langsam. Den Slime-Controller hatte ich auch in der Hand, ne? Und dachte dann so, boah, aber irgendwie 120 Euro. Naja, froh bin ich nicht, dass ich die Animal Crossing Switch nicht habe. Crossing vor allen Dingen. Aber was soll ich machen? Hä? Sag mal, bin ich dumm? Ich muss aber den ganzen Raum füllen. Das heißt, es sollten halt schon alle Steine gehen. Irgendwas mache ich aber falsch. Vielleicht unten rum? Achso, nee, warte, das geht auch nicht. Das macht ja düt-düt-düt-düt. Und die Eule hat gesagt, ich muss alle Teils auffüllen. Deswegen gehe ich mal sehr stark davon aus, dass ich alle Dinger hier in dem Raum füllen muss. Weil rüber komme ich auch so. Ich krieg's nur nicht hin. Ich bin zu langsam. Aber ich muss einfach länger drücken. Ich glaube, ich lasse zu schnell los. Wieso kann man das nicht mit dem D-Pad steuern? Das reagiert so schwammig auf den Analogstick. Ist ein bisschen furchtbar, leider. So. Das gedrückt halten. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können. Ich muss sehr wohl alle ausfüllen. Ich kenne doch mein Zelda. Die Eule hat gesagt. Ab und zu ist sie auch nützlich. Okay, Max, bis gleich. Ab und zu ist sie auch nützlich. So, jetzt kommen wir nämlich da am Anfang weiter. Das ist so ein klassisches Zelda-Rätsel. Das machen die immer. Das machen die halt leider immer, die Schlawiner. Kein Ding. Ich kann euch aber sagen, ihr müsst den Analogstick gedrückt halten. In die Richtung, in die ihr wollt. War das nicht gestern noch der Eule? Du hast natürlich recht, Plaumi. Der Eule. Der Eulerich. So, das mittlere, ne? Weil da waren wir gerade. Hoffen wir mal, dass das klappt. Gut, weil jetzt habe ich nämlich zwei kleine Schlüssel. Das heißt, wir kommen jetzt auch rechts. Du, hallo. Durch die Tür. Und kommen dann in den hinteren Teil. Aber trotzdem will ich kurz mal gucken, was hier links ist.
Aber so fülle alle Teils ist so ein klassisches Zelda-Rätsel. Das ist wie töte alle Gegner im Raum. Das ist so fies. Mit D-Pad wäre das halt so in der Hälfte der Zeit erledigt gewesen. Aber gut, dann nicht. Ja, dann komm doch. Na, dann komm. Haha. Naja, definiere verpasst, Connor. Ich eier hier immer noch durch den Dungeon. Ob das verpassenswert ist, musst du wahrscheinlich selbst entscheiden. Och, weiße, kein Bock. Okay, da müssen wir dann wahrscheinlich von der anderen Seite. Ist ein Rückweg oder so. Ja, gehen wir mal hier lang. Autsch. Ich bin nur ein Blättchen, ich würde verbrennen. Ja, dann lieber nicht ohne feuerfesten Anzug, das ist korrekt. Das wird sonst sehr schnell sehr ungemütlich. Okay, ich kann hier nach oben und ich kann oben durch die Tür, aber das ist one way, also gehen wir erstmal die Treppe hoch, glaube ich. Och, jetzt komm doch da runter. So ein Schlümmel. Weil da kommen wir nicht mehr zurück. Also gucken wir erstmal, was hier oben ist. Eine 2D-Passage. Die finde ich übrigens richtig schön. Die mag ich am Remake voll. Die sind voll gut geworden. Ich würde nur langsam echt gerne mal das Dungeon-Item finden. Aber vielleicht hier. Oder vielleicht auch nicht. Kann ich mich hier irgendwo durchsprengen? Nee, ne? Ich laufe hier die ganze Zeit sinnlos in der Gegend rum, weil ich wieder mal, aber konsequent, falsch laufe. Das schafft auch nicht jeder. Konsequent erstmal alle Dead Ends abzuklappern und als letztes den richtigen Weg zu gehen. Excuse me. Das schafft nicht jeder. Oh, guck mal, ich kann jetzt Krüge kaputt schlagen. So krass ist mein Schwert jetzt. Dass ich Krüge kaputt schlagen kann. Das ging vorher nicht. Hier muss ich irgendwas mit Bomben machen, sonst würden die da nicht hängen. Attackiere die Kreaturen von oben herab, um den Schlüssel zu erhalten. Oben? Okay. Meint aber schon hier. Okay, das klappt nicht. Wow. Oh nein, davon hatte ich es gestern. Ich weiß nicht mehr, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Die meinte er nicht. Die könnte ich aber von da links oben attackieren. War dann doch die hier? Spawn die überhaupt? Ich bomb mal. Okay. Würmchen von oben füttern? Och nö. Wow, das hat einfach nichts gebracht. Schade. Na gut. Oh hi, gut, dass wir Zauberpulver haben. Du brauchst das in dem Spiel aber echt so oft. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Das wird gleich unangenehm. Wieder. Schwupp. Ja, das ist jetzt irgendwie blöd. Okay. Ah, ich glaube, ich weiß auch schon, wo. Ich sehe das Loch. Hm.
Haben wir Licht? Kann man auch nicht bomben oder so, ne? Das Geräusch, das er beim Schieben macht. Jetzt wird er kacken. Ja, dann haben wir jetzt nur ein Problem. Komm hier nicht mehr raus. Also, ich kann mich zum Eingang porten. Aber... Boah, warum habe ich denn keinen Schlüssel? Hab ich den da oben? Kann ich? Den hier? Wieso ist die Kiste noch zu? Ich war doch in dem Raum. Konnte ich da nach links? Sah irgendwie nicht so aus. Ach, tatsächlich. Ich habe das hier wegen dem nicht gesehen. Ich dachte, da geht's nicht weiter. Gut, dass du aufgepasst hast. Dankeschön. Und da sind ja auch schon wieder kleine Hungrige. Oh Gott, die Minis werden so hungrig sein. Ey! Oh, die das gesehen? Frech. Na komm. Jetzt sei doch nicht so. Krieg das gerade nicht geschissen, ne? Das Timing will mich doch einfach super verarschen. Ach, die muss ich von oben machen? Okay, gut. Dann raus hier. Ja, aber die armen Minis, ne? Die hatten seit gestern Abend um 21 Uhr nichts mehr zu essen. Die werden so hungrig sein. Mich da rüberziehen? Nicht? Ja, wie soll ich dann da rüberkommen? Auch schon wieder nur so ein Kackbalsam. Wie oft soll man denn in dem Spiel sterben, sag mal? Die scheißen dich ja zu mit dem Zeug. Ja, toll. Das war jetzt aber auch nicht im Sinne des Erfinders. Na, Long. War er gerade nackt? Warte mal. Der ist, glaube ich, ganz kurz nackt, wenn man da reinspringt. Oh, oh. Wenn das Twitch sieht. Dann gibt das aber wieder auf den Finger. Darf doch auf Twitch nicht nackt sein. Auch du nicht, Long. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Dann ist der auch noch minderjährig. Ja, so sieht's aus. Also wahrscheinlich. Mann, können die mich jetzt nicht immer wieder da hochschicken? Ha, ist jetzt die Frage. Wir haben den Schalter ja auch immer noch nicht umgelegt. Aber der Kristallschalter bringt mir doch jetzt auch nichts. Also jetzt blicke ich es gerade irgendwie nicht. Ich komme doch da nicht hoch. Oder übersehe ich irgendwas? Ich muss schätzungsweise von der Treppe kommen, um die dann hier zu füttern. Haben die hier vielleicht einen Schlüssel? Aber es hat nicht Dü-Dü-Dü gemacht, oder? Okay, mal gucken. Ich bin in dem Game 373 Mal gestorben. Das kann aber auch nicht jeder. Ist nur voll schade, weil wenn man stirbt, sieht man das Secret Ending nicht. Doch, hier macht's dü-dü-dü. Ja, dann besiegen wir die mal schnell. Mach ich das jetzt am blödesten? Mit Pfeilen? Oder einfach so. No risk, no fun. Wusste doch, dass man die töten muss. So, ihr nicht. Wie auch immer, die überprüfen, ob ich die jetzt von unten oder von oben gefüttert habe, aber sei es drum. Kommen wir nämlich durch diese Tür. Will ich das? Will ich durch diese Tür oder will ich durch diese Tür? Ist es vielleicht egal?
Aber der Logik nach würde ich vermuten, dass das Spiel will, dass ich durch diese Tür gehe. Wir gehen jetzt einfach durch diese Tür. Okay, da ist die Boss-Tür. Aua. Na dann komm doch. Möchte gern Azrael. Hab ich Angst vor dem Hütte. Vor dem Lappen. Ist das eine Herausforderung? Vielleicht. Okay, also die Treppe geht nach oben. Da geht's nach unten. All die Wege. Ist mal nach unten. Wir haben es so gut eigentlich. Wir sind so verwöhnt, was Itemwechseln angeht. Und trotzdem musst du dauernd Items wechseln. Bist du so zerbrechlich, wie du aussiehst? Nein. Dieser Kackraum hat mich so verarscht. Okay. Beschieße das Auge der merkwürdigen Statue mit dem Bogen. Ja, das hätte ich als nächstes versucht. Aber ich dachte, ich muss vielleicht erst wegsprengen. Aber das geht. Man muss springen, oder? Aha. 403 Mal, das ging aber schnell. Sehr gut lief. Feed Dead Death Counter. Ja, komm, Gönnung. Immerhin sind sie so fair und haben hier Supplies reinprogrammiert. Und es ging nicht, oh nein. Game Breaking Bug Alert. Okay. Erstmal den. Und dann so. Und dann so. Ja, wenn es nicht geht, dann heulst du natürlich. Ist klar. Erst keine Schlüssel und jetzt all die Schlüssel. Großartig. Ich muss mal mehr trinken. Ich werde schon heiser. Dank in Lava springen mit nur einem halben Herzen geht das schnell. Okay, das stimmt natürlich. Okay. Okay, okay, okay. Das machen wir lieber nicht. Och, jetzt nervt doch nicht. Das heißt, ich sollte aber theoretisch das Item schon haben. Dann kann es ja nicht mehr so weit fort sein. Jetzt wird's ganz abstrus. Jetzt wird das hier aber ganz abstrus. Aua. Ich dachte, das trifft mich nicht mehr. But it did. Kannst du jetzt mal herkommen? Hab ich ewig Zeit. Geld. Braucht das Geld nie. Wenn es jetzt echtes Geld wäre. Ja, das sind Würmer. Wir kriegen noch einen Herzcontainer. Glaube ich. Ja, Herzteil 4 von 4. Ja, cool. Dann fehlen uns tatsächlich nur 8 Herzteile, wenn ich das richtig sehe. Weil einen Herzcontainer kriegen wir im Idealfall noch vom Boss. Und dann fehlen nur noch 2 Herzchen. So, Teleporter aktivieren. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, ich mache alles falsch. Aha, okay. Dann ist jetzt mal Happa-Happa-Zeit. Aber es ist super schwer, von hier oben zu timen. Jupp. Okay, das hat aber geklappt. Sehr gut. Och, Long, in die richtige Richtung. Schade. Wieso dreht er sich immer um? Das habe ich so nicht angeordnet. Boah, das kann jetzt dauern, ey. Yeah.
Mann. Zum Glück haben wir so viele Bomben. Stellt euch das mal mit irgendwie 10 Bomben vor, da heulst du doch. Da heulst du doch, wenn du in diesen Raum kommst und dir die Eule sagt, naja, besieg die mal von oben. Jetzt dachte ich aber gerade kurz, als die Kamera nach unten geschwenkt hat, so. Nordhalbkugel. Also unsere Halbkugel. Das ist die Nordhalbkugel, oder? Die hätte man aber auch von hier oben platt machen können. Obwohl, nee, dann wäre man nicht weitergekommen, oder? Okay, ich habe 2 Schlüssel. Einen für hier. Und einen für da. Aber da komme ich, glaube ich, noch nicht hin. Das heißt, wir gehen jetzt unten lang. Damit wir mal da hinkommen. Aufregend. Eile wie der Wind. Unseres Nord, ja, sehr gut. Dann Nord. Ich will Frühling haben. Ich brauche zumindest Animal Crossing Frühling. Heute auf dem Weg zum Tierarzt einen Kirschbaum gesehen. Das war so schön. Aber Hanami ist dieses Jahr nicht. Auch die Japaner dürfen nicht. Alle Hanami-Sachen, alle offiziellen wurden abgesagt. Keiner darf sich Blumen angucken und betrunken unterm Baum liegen. Okay, da brauche ich noch einen Schlüssel. Irgendwie bringt das Licht anmachen hier immer nichts. Ja, jetzt gerade ist halt echt schlecht so. Draußen in der Sonne sitzen. Also auf dem Balkon könnt ihr das gern machen. Aber halt so nicht unter Menschen. Wenn möglich. Ah, hier kann man bomben. Dafür ist das Licht. Ja, du im Wald kannst natürlich... Der Max im Wald, der auf 100 Meter keinen trifft. Der darf natürlich... Aber hier interessiert es halt auch einfach keinen. Als wir zum Tierarzt gefahren sind, überall Menschen. Interessiert einfach keine Sau. Dabei hat die Mutti gestern extra nochmal gebeten, sich bitte zusammenzureißen und zu Hause zu bleiben. Aber wenn sie so weitermachen, kommt die Ausgangssperre. Unvermeidbar. Wenn die Leute einfach zu doof sind, zu Hause zu bleiben. Und damit meine ich nicht die Leute, die arbeiten müssen, sondern die Leute, die jetzt meinen, weil sie Corona-Ferien haben, schön im Eiscafé zu sitzen. Und ich meine, Kick kannst du jetzt nicht mehr leer kaufen, der zu. Aber ja. Ich habe nicht das stärkste Immunsystem. Ich sitze hier mit mehreren Autoimmunerkrankungen, ich fühle das. Ich bin Risikogruppe, ich gehe auch nur noch raus, wenn es unbedingt sein muss. Also, ne? Better safe than sorry. Ganz ehrlich. Hatte erst Grippe mit Lungenentzündung. Das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Ich hoffe, dass die Ausgangssperre kommt. Das sind nicht mal Ferien, sondern nur Maßnahmen. Ja, ist halt echt so. Das Problem ist, Ausgangssperre ist halt wirklich super krass eigentlich, weil du dann halt wirklich gar nicht mehr raus darfst, außer zum Arzt, zur Arbeit und einkaufen. Oh nein. Aber auf freiwilliger Basis geht's ja anscheinend nicht. Die Leute blicken es nicht. Die Leute blicken es einfach nicht, warum jetzt Stay at Home gerade mal sinnvoll wäre. Ausnahmsweise mal. Huch, wer bist du denn? Oh, oh, der boxt mich. Aber gute Fußarbeit. Wieso verletze ich mich jedes Mal, wenn ich versuche, über einen Gegner zu springen? Kann's einfach nicht. Na komm. Und tot. Aber endlich hat sich unser Gamer-Training mal bezahlt gemacht. Einfach drin bleiben. Ganz ehrlich, es ist nicht so schlimm. Alle Streamer, die können streamen gerade,
Netflix funktioniert, Amazon Prime Video funktioniert. Ab nächste Woche könnt ihr Disney Plus gucken. Also ich meine, euch muss ich das ja nicht sagen. Ihr seid ja hier. Ihr seid ja vernünftig. Aber das müsste man halt mal den anderen Leuten sagen. Jeder, der sich draußen aufhält ohne Begründung, bekommt eine Strafe von 145 € in Luxemburg. Das ist halt echt der Way to go, fürchte ich. Das ist nicht schön. Ich finde das auch nicht gut, dass das sein muss. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Leute so smart sind und einfach mal selber ihr Hirn einschalten. Wo war jetzt der Schalterraum? Und sagen, ja, kein Ding. Ah, hier. Aber das machen sie halt nicht. Du musst halt da jetzt wieder mit der Peitsche kommen und sagen, Bitches, bleib zu Hause. Anders geht's halt nicht. Du kannst nicht bitten und an deren Vernunft appellieren. Weil die Leute, die es jetzt immer noch nicht verstanden haben, die werden es auch nicht mehr verstehen. Beziehungsweise einsehen. Verstehen tun sie es vielleicht, aber die fühlen sich ja nach wie vor im Recht und ich lasse mich nicht in meiner Freiheit beschränken, blablabla. Ja, aber wenn Oma dann nächsten Monat auf dem Friedhof liegt, dann ist das Geschrei groß, weißt du? Hab ich kein Verständnis für. Da muss ich jetzt auch mal so deutliche Worte finden, da habe ich kein Verständnis für. Wir werden nicht dran zugrunde gehen, wenn wir uns jetzt mal ein, zwei Monate ein bisschen einschränken. Wenn das freiwillig passiert wäre, müssten jetzt auch nicht alle Läden schließen, weißt du? Habe ich vor 4 Wochen schon gesagt. Da haben sich noch alle über mich lustig gemacht. Aber jetzt ist halt langsam, wir sind jetzt bei über 12.000 Erkrankten in Deutschland. Dunkelziffer wahrscheinlich 5-mal so hoch. So langsam wird's ungemütlich. Ja? Dann heißt es auch, Omi besuche ich nicht. Ich darf ja nicht rausgehen. Hey, Akatsuki! Schön, dass du da bist und nur noch zum Einkaufen rausgehst. Sehr vorbildlich von dir. Ja, das Problem ist, die Älteren sind ja halt auch so. Die sind dann auch so, ich lass mich nicht einschränken. Und ich denke mir so, komm, es geht hier gerade auch um deine Gesundheit. Und das ist der Somaria-Stab. Der heißt magischer Stab, aber okay. Gut. Dann muss ich jetzt nur noch auf die Kette kriegen, wo jetzt diese Räume waren, wo wir den brauchten. Und dann sind wir auch schon so gut wie fertig. Weil ich meine, klar, zur Arbeit, einkaufen lässt sich nicht vermeiden. Unter anderem vielleicht auch ein Arztbesuch. Gerade hier, wir Menschen mit chronischen Erkrankungen müssen öfter mal zum Arzt. Aber alles, was nicht vermeidbar ist, das ist okay. Du darfst schätzungsweise in der Ausgangssperre auch noch mit deinem Hund Gassi gehen, damit er dir nicht in die Wohnung kackt. Aber dann wirst du halt nur einmal um den Block laufen und dann gehst du wieder rein. Aber dann zu kommen, ja, wenn ich mich auf Arbeit anstecke, kann ich auch in der Freizeit rausgehen. Nein, das ist nicht, wie es funktioniert. Oh je, als Kassiererin Risikogruppe ist aber halt auch schwierig. Aber als Marktleitung kann sie sich vielleicht besser schützen. Weil als Kassiererin willst du gerade halt echt auch nicht. Gerade als Risikogruppe muss man sich dann auch echt überlegen, ob man sich nicht lieber krank schreiben lässt. Weil, also, ganz ehrlich, Lungenentzündung macht keinen Spaß. Auch schon so normal nicht. Und sie wissen ja immer noch nicht, ob du nicht Langzeitschäden davonträgst am Ende, dass es halt permanent dann deine Lunge kaputt macht, wenn es erstmal so weit kommt. Das wollen wir doch aber alle nicht. Das wollen wir doch wohl alle nicht. Und ich glaube, ich muss hier hin. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ganz ehrlich, Lief, das will doch auch echt keiner. Ne? Wie gesagt, ich hatte im November eher. Da war es aber definitiv noch Grippe. Bisschen kacke platziert, der Teleporter. Aber so oder so braucht das halt keiner. Und das Problem mit den Handschuhen ist ja, wenn du dir mit den Handschuhen ins Gesicht fasst und wie oft, seid mal ganz ehrlich zu euch, geht mal in euch, wie oft fasst ihr euch am Tag unbewusst ins Gesicht? Da hilft dir halt auch kein Handschuh. Weil dann ist der Virus halt am Handschuh. Das ist halt auch so ein Problem. Weil ich meine, man könnte, das haben sie bei uns beim Tierarzt jetzt auch gemacht, die haben eine Plexiglasscheibe an der Rezeption aufgestellt, dass du halt nicht die Leute aus Versehen anspuckst, kannst ja nicht 3 Meter Abstand halten, wenn du Formulare und Kram ausfüllen musst und so.
Finde ich eine ganz gute Lösung. Könnte man bei Kassiererinnen vielleicht auch versuchen. Aber das Problem mit den Händen bleibt halt trotzdem. Aber ich hoffe, wir bleiben alle gesund wenigstens. Brauchst du nicht noch den großen Key? Yep. Das ist korrekt. Der ist aber wahrscheinlich hier. Da versuche ich gerade hinzukommen, aber jetzt habe ich mich wieder so in Rage geredet, dass ich mich nicht aufs Spielen konzentrieren kann. Ich wollte hier hin, oder? Weiß nämlich gerade nicht, wie wir da hinkommen. Hab mich ein bisschen verlabert. Gerade wo du das gesagt hast, habe ich mir ins Gesicht gefasst. So, ich fasse mir am Tag auch so oft einfach unbewusst ins Gesicht, auch weil ich eine Brille trage, die ich dann hochschiebe und da rutscht man dann auch schon mal ab und fasst sich ins Gesicht. Das geht so schnell. Deswegen regelmäßig Hände waschen. Hände waschen ist auch besser als desinfizieren, das hält nämlich länger. Desinfizieren frisst euch nur irgendwann die Haut von den Händen. So, wenn ihr draußen seid und es gar nicht anders geht, desinfizieren super, aber sonst Hände waschen, da ist dann auch ein Film auf der Haut, der schützt euch dann noch ein bisschen länger. Das ist besser. Ich komme da gar nicht hin, oder? Wie komme ich denn da hin? Von draußen? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich hochkomme. Ich würde tatsächlich... Da links kamen wir doch auch nicht weiter, oder? Da war doch auch eine Somadia-Passage. Gucken wir mal. Jetzt geht die Sucherei los, wo ich hin muss. Weil wir waren ja schon in diesen zwei Untergrundpassagen, wo wir wegen den blauen Steinen nicht weiterkamen. Das ist keine davon. Da müssen wir jetzt wieder hin. Weil eine davon hat garantiert den Key und die andere führt zum Boss. Jetzt müssen wir es nur richtig rummachen. Nur Hände waschen reicht auch schon. Nur unterwegs kann Desinfizieren helfen. Genau. Doppelt hält besser, Suhin. Doppelt hält besser. Ich habe gelesen, dass bei anderen Netflix nicht mehr so gut geht und dass es sich verabschieden wird. In der Schweiz haben sie tatsächlich die Sorge, weil ne, Netzausbau ist ja halt generell so ein Problem. In Deutschland ist man noch vorsichtig optimistisch, aber also erstmal werden sie es, denke ich, auf SD runterkurbeln. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so schlimm kommt. Bei mir läuft es auch noch super. Stream funktioniert auch einwandfrei, also... Das Problem ist, dass das deutsche Netz natürlich nicht auf diese Last ausgelegt ist, muss man auch mal sagen, aber... Noch sollten wir nicht an dem Punkt sein, dass es kritisch wird. Wo sind jetzt diese scheiß Treppen? Weiß das noch jemand? Ich guck gleich nach, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt habe ich mich wieder so verlabert, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Da rechts, glaube ich. Ich renne hier nur im Kreis gerade die ganze Zeit. War ich da oben schon? Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, also, nee, also ich meine, für wenn es jetzt noch schlimmer wird, dann könnte das schon irgendwann, wenn jetzt wirklich alle zu Hause sitzen, müssen wir vielleicht schon irgendwann nicht mehr in 4K streamen. Aber ich glaube, in Deutschland sollte das doch funktionieren. Dass es zumindest halbwegs funktioniert. Ich freue mich auf heute Nacht, Akatsuki. Mitternacht Release Stream Party. Scheiße, ich habe keinen Schlüssel. Das war falsch. Wieso habe ich keinen Schlüssel mehr? Dann ist da der Boss-Key drin. Da war der Balsam drin. Wieso ist diese Kiste nicht offen? Wieso ist diese Kiste nicht offen? Was ist da drin? Ich gucke mir gleich das Video nochmal an. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ich bin komplett im Autopilot durch diesen Tempel gerannt. Jetzt rächt sich's. Was ist in der Kiste?
vielleicht da lang? Hm. Akatsuki, musst du das wirklich fragen? Ich rede doch seit Wochen von nichts anderem mehr. Natürlich streame ich Animal Crossing. All day and all night. Ja, hier ist der Boss-Key drin, denke ich. Aber wir brauchen halt noch einen kleinen Schlüssel. Ah. 48 Stunden Stream. Nee, ich muss schon Pausen machen, aber... Wir werden viel Animal Crossing spielen die nächsten Tage. Twitcher, auch dir einen schönen Tag und vielleicht ja bis heute Abend. Mitte links die Kiste, die hier, ne? Warum haben wir die denn nicht aufgemacht? Wie komme ich denn jetzt dahin? Da lang. Ist das nicht dieser Fackelraum? Warte mal. Ich konnte die Fackeln nicht anzünden, weil ich den Stab nicht hatte. Okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Jetzt muss ich nur, warte doch so und dann... Ich muss nämlich von oben schießen. Das heißt, ich muss hier lang. Konnten die noch gar nicht aufmachen. Sehr gut. Ich sag ja Autopilot. Wie wenn man so eine Serie guckt und nur so halb zuschaut. Deshalb Vier-Augen-Prinzip. Eure Augen sind hier auch gefragt. Jetzt muss ich gar nicht von hier oben. Mano. Das wäre so viel cooler gewesen. Aber nein, noch keine 47 Stunden. Ich denke, heute Nacht schaffen wir vielleicht so 2 bis 3. Je nachdem, wie viel Nickerchen ich kriege. Und dann gucken wir mal, was so die nächsten Tage so bringen. Ja, ich habe schon seit 3 Wochen... Wann ist der Preload live gegangen? Seitdem habe ich es preloaded. Eigentlich hätte ich es auch gestern von meinem Dealer theoretisch hätte haben können, aber naja, was nicht ist. Was nicht ist, ist nicht. So, und jetzt muss ich wieder da hoch. Wie bin ich da hingekommen? Ey, schon den ganzen Tag Sirenen, ne? Ist voll anstrengend. Hier fährt ein Krankenwagen nach dem anderen durch. Die Treppe war es, oder? Oder war es die? Ne, die da. Die da ist es gewesen. Du hast kein aktives Online-Tante? Willst du von uns eins? Wir haben eh einen Family-Account. Du bist Family. Also, könnte rausfinden, wie das geht. Wenn du möchtest. Oh, oh. Sehr gut. Keiner hat so viel Klopapier wie ich. Ihr könnt alle einpacken. Nee, das ist nicht, wo ich sein wollte. Da geht's zum Boss. Also doch die andere Seite. Oh Gott, bin ich froh, wenn dieser Dungeon durch ist. Mein Gehirn ist es schon. Bin eben erst lang gelaufen, hab's einfach schon wieder vergessen. Das passiert, wenn ihr nur 4 Stunden schlaft. Macht das nicht. Macht das nicht. Kannst du mir Klopapier schenken? Ich dachte, du bist Klopapier-Dealer. Dann brauchst du doch gar keins. Hamstern ist unnötig, das ist wahr. Aber als Frau mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen habe ich es mir erlaubt, 2, 3 Rollen mehr Klopapier zu besitzen. Finde ich in dem Fall in Ordnung. So, Gott. Jetzt kommt noch ein Boss und dann... Oh nein, nicht der. Wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Wow, 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 wow. Wow, wow, wee, wow.
So ist das doch gleich viel angenehmer. Doch. Außer ich treffe nicht. Dabei ist der Popo doch dick genug. Sollte man meinen. So, können wir dann endlich? Ich bin dann fertig. Oh nein. Nicht schon wieder. Okay. RIP. Ich glaube, ich weiß schon, wie es geht. Ich muss es nur auch hinbekommen. Wieso kann man das nicht mit dem D-Pad machen? Warum ist das so fies? Wenn er einmal abrutscht, dann ist schon vorbei. So. Aber jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's raus. Tada! Der Boss-Key! Wie lange er den hochgehalten hat. Jetzt habe ich kurz Angst gehabt, dass es die Switch zerstört. Das wäre nicht gut. Das ist gar nicht bäh. Das nennt sich Bidet, Connor. Und das ist eigentlich viel gesünder als Klopapier. Weil Klopapier macht ganz böse Dinge mit deinem Po. Eigentlich. So, wo war jetzt nochmal die Treppe? Die da, oder? Nein, das war nicht die Treppe. Warum ist meine Attention Span heute so ungefähr einen halben Zentimeter lang? Das ist so nervtötend. Also doch die da, oder? War denn jetzt diese andere Treppe? Die, die ich gerade hochgelaufen bin und dann habe ich gesagt nein. Müssen jetzt wirklich mal aufhören, über Corona, Klopapier und Hämorrhoiden zu reden. Muss mich jetzt mal konzentrieren. Rechts. Welches rechts? Dieses rechts? Warte, eins, zwei oder drei? Machen wir es so. Pflaumi rettet mich. Danke, Pflaumi. Mein Retter in der Not. Ja. Okay. Dann beame ich mich, aber trotzdem, weil das geht, glaube ich, schneller. Zwei, okay. Animal Crossing. Nein, Animal Crossing lenkt mich auch zu sehr ab. Ich bin so gespannt, auch welche Start-Villager wir kriegen. Es wird so gut, Mann. Es wird so gut. Das hätte mich treffen müssen. Aber egal. Eins, zwei, also nach rechts. Ich habe heute echt die Attention Span von einem Frettchen. Das ist so schlimm. Schlafentzug macht dich halt echt mürbe im Hirn. Also schlaf bitte viel. Auch das ist wichtig. Ach, das sind Eisblöcke. Okay. Weiß ich noch gar nicht, Connor. Ich habe versucht, mich nicht so krass zu spoilern. Ob der da runterläuft. Von daher lasse ich es einfach auf mich zukommen. Die Streaminsel werde ich auch sowieso Vanilla gestalten. Also da machen wir dann, was das Spiel hergibt, ohne QR-Codes und alles. Ganz Vanilla, ganz entspannt. Ich will gar nicht vorplanen, weil wenn ich anfange, meine Insel zu planen, dann wird das so doof und blöd und stressig. Da habe ich keine Lust drauf. Ich mache es einfach ganz spontan und entspannt. Na, Leaf, das wissen wir ja noch gar nicht, ob die wirklich weg sind. Das wissen wir ja noch gar nicht sicher. Wie komme ich jetzt darüber? Eisrätsel kann ich heute echt nicht brauchen. Doch, ich spüre das. Der Turtle ist vielleicht wirklich tot. Aber die anderen kommen garantiert noch vor.
werden zumindest lobend erwähnt. Lex, Lex hat Feierabend. Hi. Schön, dass du gut zu Hause angekommen bist. Kannst du mir gleich helfen? Wie löse ich dieses Kackrätsel? Mein Gehirn ist gefried. I have deep fried brains. Nein, nicht Turtle. Habt ihr das Grab in der Direct gesehen? Jemand ist gestorben. So, die Frage wer? Muss ja da noch irgendwie hinspringen. Das heißt, einen muss ich eigentlich stehen lassen. Also den hier zum Beispiel. Das ist nicht, was ich wollte. Aber okay. Ich komme doch da aber ohne den Block nicht hin. Nö, keine Chance. Es streamen Menschen schon seit Dienstag Animal Crossing. Das ist leider Fakt. Weil die es alle nicht verheben können. So, und jetzt das hier. Der muss halt eigentlich da bleiben. Alter, fällt der schnell. Ich kann nicht denken, ist mein Gehirn blockiert. Krieg's halt einfach legit gerade nicht hin. Kann ich cheaten? Nein, kann ich nicht, schade. Dann müssen wir es jetzt irgendwie hinkriegen, ohne dass ich diesen unteren Block da zerstöre. Als ob das passieren wird. Als ob das passieren wird. Wahnsinn. Okay, und weiter geht die wilde Luzi. Das ist ja richtig gemein. Wenn das alle Blöcke kaputt macht, habe ich doch gar keine Chance. Aber ich erinnere mich daran, das habe ich bei einem Streamer gesehen. Der hat halt auch 100.000 Jahre gestruggelt. Weil der auch keinen Bock mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Aber wenn es kein normales Grab ist, dann jede Nacht um 24 Uhr Zombie-Turtle rauskommt. Oder Zombie-Sigrid. Kein Corona, ich bin nur zu dumm zum Schlucken. Also, das hier muss bleiben. Diese Treppe da muss bleiben. Aber wenn ich das jetzt mache, dann gehen alle weg, ne? Ja. Kannst du nicht schweben, Long? Einfach? Mist. Wenn ich das mache, gehen auch beide weg, ne? Das ist so doof. Musst jetzt wieder hinten rumdenken. Und dann hier. Aber wie komme ich dann oben durch? Weil so weit war ich auch schon, aber jetzt bin ich ein bisschen verzweifelt. Weil so oder so mache ich mir jetzt den Weg kaputt. Alter, was ist mit meiner Stimme los? Kann ich jetzt nicht am Animal Crossing Day sterben? Das wäre voll gut. Rechts daneben? Ach so, die da. Ja, das macht Sinn. Swoop. Swoop, ja, und dann haben wir eine Treppe. Klug. Eigentlich ist das voll einfach. Warum haben da so viele Probleme mit? Mich eingeschlossen. Aber Alter. Hallo Frau, hast du... Nee, du hast nicht Feierabend. Das wäre ein bisschen früh. Das ist so einfach. Aber ich habe da so viele Leute drüber abkotzen hören. Das ist einfach so... Das ist das einfachste Rätsel der Welt. Aber irgendwas daran tiltet einfach das Gehirn. Ja, danke Tante. Du hast uns gerettet. So, bevor wir jetzt aber in den Boss gehen,
gehe ich nochmal ganz schnell den ganzen Tee nachfüllen, den ich brauche. Und dann machen wir den Boss platt und dann geht's zum Windfisch. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Wir haben noch 1,5 Stunden. Bin sehr gespannt. Lauf nicht weg. Gleich geht's weiter mit dem Bossfight. Ich beeile mich. So. Uff. Es war halt eigentlich echt mega obvious, Mann. Aber ich bin schon so ein bisschen im Panikmodus. Huch, das Internet auch. Da ist es kurz mal in die roten Frames gedippt. Seid ihr noch da? Ist Twitch noch da? Weil wir nur noch 1,5 Stunden Zeit haben. Aber kriegen wir hin. Puh, atmen. Der Panikmodus macht ja auch alles nur schlimmer. Muss einfach ganz ruhig bleiben. Ich glaube, Twitch hatte gerade Schluck auf, weil ich habe auch kurz richtig rot gehabt, richtig verworfene Frames. Ari! Nein! Wir streamen jetzt bis 16 Uhr, dann gehe ich meine Minis abholen und dann Animal Crossing heute Abend. Ich habe die ganze Woche nur 4 Stunden geschlafen, als ob ich jetzt bis Animal Crossing durchstreame. Ich habe doch jetzt schon keine Stimme mehr. Muss die für heute Abend noch ein bisschen schonen. Hab ich gespeichert? Ist eigentlich egal, aber... Dann fühle ich mich sicherer. Ja, erstmal können vor Lachen. Ich muss erstmal gucken, ob die Minis das zulassen, dass ich nochmal schlafe. Okay, wir haben ein Balsam, 2 Feen, all die Dinge. Sollte doch klappen. Du hast dir deine Pause verdient. Dankeschön, Connor. Aber wird schon. Die Minis sind wahrscheinlich eh von der Narkose total dödelig. Dann schnappe ich mir einfach links ein, rechts ein und dann schlafe ich noch so 4 Stunden und dann ist auch okay. 2 mal 4 Stunden schlafen soll ja auch gesund sein. Twitch, komm schon. Nicht jetzt. Mach das nicht. Mach das nicht. Haben wir uns jetzt wieder gefangen? Wenn wir jetzt nicht zu Ende streamen können, weil alle jetzt illegal Animal Crossing streamen, dann schrei ich aber. Du bist am Ende. Das ist leider wahr. Niemals werde ich dich die Instrumente der Sirenen spielen lassen. Niemals! Abwarten. Ich habe mir aber auch Schoki geholt. Der Hitzkopf. Und den soll ich jetzt mit Feuer bekämpfen? Aua. Fighting fire with fire, oder was? So aber nicht. So schlecht, wie ich ziele. Okay, ich kann ihn so nicht verletzen. Muss ich ihn nochmal? Okay, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. Huch, kannst du mir nicht auf die Pelle rücken? Social Distancing, Mann. Okay, was habe ich denn so? Bomben vielleicht? Aber ich kann doch niemals eine Bombe... Huch. Eine Bombe so timen. Zauberpulver? Hm. Erstmal ein Stück Schoki. Atmen. So wichtig. Weil das kann ja nicht alles sein. Ich mach dem doch so keinen Schaden. Und genau deswegen sollte man nicht übermüdet Auto fahren. Guckt euch meine Reflexe an, ey. Spiegelschild. Hm. Ah, warte, ich habe einen Boomerang. Ja, gutes Stichwort. Alter. Wie hart verzögert kann ein Reaktionsvermögen sein? Nee, der prallt auch nur ab. Macht nur Klönk, wie das Schwert.
Ja, die haben ja am Dienstag angefangen, Animal Crossing rauszugeben. Ich weiß von Leuten, die seit Dienstag Animal Crossing streamen. Wer es braucht, ganz ehrlich. Pfeile machen halt, denke ich, auch nix. Enterhaken. Macht halt wahrscheinlich auch nix. Also, ich würde halt auch tatsächlich Bomben denken, aber der ist so schnell. Versuche erstmal den Enterhaken. Ne, der hält den nur auf. Weil eigentlich musst du sowas immer sprengen, aber time das mal. Das ist ja unmöglich. Oh, Bombenpfeile. Stimmt, wir können Bombenpfeile machen. Man muss sich aber direkt auf die Bomben wechseln. Und auf die Pfeile. Oh, das wird aufregend. Okay, warte. Oh, Jesus. Okay, Bomben, Pfeile. Hab ich ihn getroffen? Das macht doch aber immer noch nichts. Der nimmt doch davon keinen Schaden. Hilfe, mein Spiel ist kaputt. Jetzt treffe ich ihn nicht mehr. Ja, keine Ahnung, ne? Die Bombenpfeilidee fand ich halt echt gut. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir ihm Schaden damit gemacht haben. Kann ihn mit dem Schwert umlenken. Der Rap wird es auch nicht sein. Das wäre sehr merkwürdig. Vielleicht habe ich mit dem Zauberpulver nicht getroffen. Aber das wäre halt auch irgendwie komisch, wenn es das wäre. Ich muss ihn... Ich habe doch vorhin schon versucht, ihn nochmal mit dem Zauberstab zu treffen. Das Spiel will ich doch verarschen. Vorhin hat er keinen Schaden genommen. Ich schwöre, ich spule zurück und guck. Das war nämlich das Erste, was ich versucht habe. Nochmal mit dem Stab drauf. Und da hat er keinen Schaden genommen. Ich schwöre. Ich schwöre, der hat keinen Schaden genommen. Alter, dieses Spiel. Die Hitboxen in dem Spiel, Mann. Das geht doch gar nicht, ey. Ich meine, das ist ja die naheliegende Lösung. Aber beim ersten Mal ist nichts passiert, ich schwöre. So ein Bullshit-Kampf. Wieso stand der Lonk jetzt diagonal? Das habe ich nicht verordnet. Jo, er ist nicht hübscher geworden. Aber schneller. So ein Blödsinn, Mann. Warum nur? Warum bist du hierher gekommen? Ohne dich wäre alles in Ordnung. Du darfst den Windfisch nicht wecken. Du bist selbst nur Teil seines Traums. Das sehen wir ja dann. So ein Bullshit machen. Da hat mich das Spiel so richtig verarscht. Voll gemein. Alter, ehrlich. Herz Nummer 18. Man hat so viele Herzen, man braucht den Balsam gar nicht. Sprach's. Und dann kam der Windfisch. So, Trommel. Die Oktopus-Trommel! Ja, es ist eine Junji-Trommel. Lamambo. Oh Gott, wir haben es geschafft. Fast. Ei. Das Ei ruft. Eine Stunde, 15 Minuten für den Windfisch. Na, ich weiß ja nicht. Ey, das war fies. Das Ei ruft. Na dann. Auf zum Ei. Na, wer hat sich den Code gemerkt? Wer hat ihn aufgeschrieben? Das ist kein Fisch, sondern ein Wal. Das ist leider korrekt. Ey, die Trials of Mana Demo, ne Lex, die ist ja ultra lang. Hört ja gefühlt gar nicht mehr auf.
Rechts, oben, links, oben, links, links, rechts, rechts. Oben, oben. Ja, das ist auch, was ich mir aufgeschrieben habe. Sehr gut. Das gibt ein Fleißsternchen fürs Aufpassen. Der Max hat einfach nur Copy-Paste gemacht. Dankeschön, Ari. So, dann kann der Rachel jetzt anfangen. Ich weiß noch, dass ich als Kind beim Windfisch geheult habe. Aber nicht wegen dem traurigen Ende, sondern weil ich ihn nicht geschafft habe. Kirby Dance? Tanzt der rechts oben, links oben, links, links oben, oben? Aufpassen kann ich, nur nicht in der Schule. Zum Glück sind wir hier nicht in der Schule. Da ist der Moment gekommen. Da ist das Ei. Ich habe nur das falsche Lied ausgewählt. Die Ballade vom Windfisch mit 8 Instrumenten. Das war schön. Da platzt es auf, das riesige Yoshi-Ei. Und plötzlich ist Rauch drumrum. Oh oh. Der Moment ist gekommen. Der Windfisch wartet auf dich. Geh in das Ei. Uhu. Ich wäre jetzt weggegangen. Draufgeklettert. Okay, Guys. Der Moment, er ist da. Eigentlich sollten wir uns vielleicht noch nur zur Sicherheit von Marin und Co. verabschieden. Und eigentlich müssten wir auch noch ganz viel Gacha machen. Aber wir haben keine Zeit für Rührseligkeiten. Wir müssen jetzt all diese Items, die wir gesammelt haben, vereinen mit ganzer Kraft hier durch. So, da ich hier nicht nach rechts kann, zählt das wohl noch nicht. Hier ist ein dunkler Abgrund. Geronimo! Platsch. Na dann. Rechts. Oben. Links. Man jetzt rechts und links nicht auseinanderhalten kann. Oben. Links. Links. Oben. Und. Düdelüdüdelüdü. Und rein da. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich mehrere Codes. Das heißt, du musst schon den richtigen haben. Jetzt geht's rund. Der Final Fight. Ich werde eure Hilfe brauchen, weil mein Gehirn wahrscheinlich nicht korrekt funktionieren wird. Aber ich hoffe, ich krieg's hin. Wir sind aus Albträumen geboren. Wir haben den Windfisch in endlosen Schlaf versetzt, um die Herrschaft dieser Traumwelt zu werden. Die Herrscher, Entschuldigung. Und solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, hätten wir hier für immer geherrscht. Ha, aber wer weiß. Noch hast du uns ja nicht besiegt. Ja, da ist was dran. Bist du bereit? Ich hoffe, wir haben genug Zauberpulver.
Da ist er. Links. Und des Windfischs schlimmster Albtraum. So, die Ocarina werden wir wahrscheinlich erstmal nicht brauchen. Ein Schattenblock. Das ist vielleicht tatsächlich so ein Fall fürs Pulver. Lass mal gucken. Aha! Okay, Zauberpulver abgehakt. Phase 1 überstanden. Schild. Nein. Warte, es ist ein großer Pyramagus, oder? Auch nicht. Vielleicht der Somalia-Stab? Ah, warte, ich kann die Kugel bestimmt mit dem Schwert zurückschleudern. Ganon. Ganon-Style. Ich bin dumm. Ich war so traurig, als es mit dem Schild nicht geklappt hat, dass ich dachte, dass es nicht funktioniert. Oh, das kann ich nicht zurückschleudern. Okay, nur volle Kugeln. Da macht er einfach einen auf Ganondorf. Der Schlimmel. Hä, doch, dass man, das ist eine... Wie heißt das Wort? Jetzt bin ich raus aus der Konzentration. Dass es da eine Koop-Aktion geben würde, war klar, Aerie. Das haben sie gesagt. Das haben sie schon mal angekündigt, die Schlümmel. Als ob sie das nicht machen würden. Nintendo so, it prints money. Okay, das ist einfach. Da hauen wir einfach nur auf den dicken Schwanz. Seht ihr ihn? Das ist der Burgerwurm. Jetzt als Albtraum. Ne, das haben die schon vor Wochen bekannt gegeben. Die Schlümmelinchens. Oh nein, Schweineganon. Mein Schild kann das nicht abfangen? Shit. Okay, er bekämpft mich mit Feuer. Also entweder wir müssen seine Lanze wegklauen. Oder wir müssen mit dem Stab draufhauen. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt auf den Final Boss Fight konzentrieren. So, jetzt mal 10 Minuten kein Animal Crossing. Wir müssen uns jetzt mal kurz zusammenreißen. Feuerstab. Das tut ihm leider nichts. Vielleicht einfach schnell sein. Wir stehen kurz davor, Kukulin zu befreien. Das ist jetzt wichtig. Das ist ganz wichtig. Okay, das ist aber nicht, was ich machen muss. Bomben vielleicht? Aber irgendwas muss es doch mit den blöden Fledermäusen auf sich haben. Jetzt die ganze Konzentration weg. Einfach futsch. Ich glaube, er hat Schaden genommen. Hat er Schaden genommen? Ja, ne? Warum kann ich die nicht besiegen? Voll unfair. Aber er nimmt Schaden. Wir allerdings auch. Mehr als mir lieb ist, ehrlich gesagt. Da kommen ja noch ein paar Phasen. Natürlich. Jetzt war ich zu langsam. Ach Mann.
Das gibt es doch nicht. Wenn du einmal raus bist aus dem Kampf, ne, kannst du schon knicken. Der nimmt aber schon Schaden, ne? Ich mach das jetzt gerade nicht umsonst und verballer alle meine Bomben, weil es kommt garantiert die Fratze auch nochmal. Das kann nicht stimmen. Irgendwas mache ich falsch. Der lebt noch viel zu lange. Und da ist es vorbei mit meiner Ruhe. Toll. Ja, aber davon nimmt er halt überhaupt keinen Schaden. Es muss mit den Bomben gehen. Hab ich nicht gesehen. Ja, klar, schmeiß es mir doch am besten ins Gesicht, Alter. Und halt so. Dann halt doch die Boots direkt. Ich dachte mir schon, dass das die Pegasus-Boots-Phase ist, aber dass ich ihn umrennen kann, das hab ich gewusst. Aber soll mir recht sein. Ich nehme zwar auch Schaden dabei, aber was soll's. Aber wie viele Phasen und Hits der einfach hat, das ist unglaublich, Mann. Zelda-Bosse sind einfach krank. Ich sag nur Minish Cap, Mann. Oh, jetzt ist er in die falsche Richtung gelaufen. Ich kotze. Wieso ist die Boot so scheiße, ehrlich? Ich war so ruhig und entspannt, Mann. Aber, nee, ehrlich. Heute nicht. Nicht auf 4 Stunden Schlaf. Kann ich das echt nicht haben. Jetzt hat er einfach aufgehört zu laufen. Wieso ist diese Mechanik so verbuggt, ey? Liegt das in meinem kaputten L-Knopf oder ist das einfach so kacke? Jetzt mal ganz im Ernst. Die krepieren halt einfach gleich. Das könnte so einfach sein, wenn das Sprinten funktionieren würde. So behindert einfach. Wo ist meine Feder? Das gibt's einfach nicht. Wie oft noch? Wie viele Phasen? Hit, Scheiße, Bums, ich kann nicht denken. Wie viele Hits hat diese Scheißphase? Bin doch jetzt bestimmt schon 5 Mal getroffen, wenn die Bomben gezählt haben. Dankeschön. Alter. Wie viel Schaden der einfach frisst. Okay. Er ist eine riesige Wurst. Was machen wir gegen riesige Würste? Also ich bin mir ganz sicher, dass die Bomben noch kommen für das Fratzengesicht. Das Fratzengesicht kommt garantiert nochmal. Also Ente der Bumerang, Entehaken oder Stab. Stab? Der ist aber schnell. Oh Gott. Wieso ist da nicht die Feder? Alter, du musst ja übel schnell sein. Ich schätze, wir werden nicht drum rumkommen, eine Fee zu benutzen. Kann das sein, dass der mit jeder Phase mehr tankt? Kommt mir nämlich so vor. Ja, Pfeile verschwenden, aber der Stab, wir haben ja keine Magieleiste. Stab ist besser. Okay, gut. Warte, das war's? Das war's doch noch nicht. Ew! 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 Okay. Ew! Was ist das? Wieso ist die Musik so friedlich?
Das ist ja eklig. Das ist theoretisch einfach, aber eklig. Girahime, nee, gar nicht. Arganim lässt grüßen. Nee, wie ist er? Vati. Vati war's. Augen-Vati. Krieg ich ein bisschen War-Flashbacks. Aua. Ja, wart halt noch 30 Jahre. Voll fair. Hallo? Ist mir jetzt auch egal, die Hits fresse ich jetzt halt. So. Der möchte nur kuscheln. Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere. Als ob's das war. Als ob's das war. Das war viel zu einfach, wenn's das war. Ich habe noch nicht meine Fee benutzt. Dein Ernst? Der hatte viel mehr Phasen als Kind. Ich weiß es genau. Man musste das Gesicht wegbomben. Wieso kann man das? Ich will das Gesicht wegbomben. Ich will ihm das Gesicht zerreißen. Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Ohne Pfeil-Upgrade bist du hier aber auch verloren. Obwohl, ich glaube, du kannst den Enterhaken ins Auge rammen. Das war's? Wir haben Zelda durchgespielt? Was? Hä? Moment mal. Aber der zirkelt doch durch alle Bosse, dachte ich. Das waren nicht alle Bosse. Hä? Okay. Gut. Long, du hast alle Albträume besiegt. Folge der Treppe nach oben, komm! Das war doch im Leben noch nicht alles. Ich komme auch nicht mehr ins Menü. What the frick? Der Boss hat 16 Phasen eigentlich oder so. Was ist hier los? Als ob ich Zelda durchgespielt habe. In einer Viertelstunde. Als ob das das Ende ist. Hä? Ich komme nicht klar. Uhu! Du hast es geschafft, Long. Alle Albträume sind besiegt. Ja, das sagtest du schon, aber ich glaub's immer noch nicht. Du hast deine Weisheit, deinen Mut und deine Kraft unter Beweis gestellt. Ich bin Teil der Seele des Windfischs. Und es war meine Aufgabe, über diese Traumwelt zu wachen. Aber eines Tages erschienen die Albträume und begannen hier zu wüten. Doch dann bist du gekommen, Long, um uns zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deinen Mut. Ich wusste, du würdest die Albträume aufhalten können. Danke, Long. Nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch erwachen. Auf Wiedersehen. Uhu. Aber Marin. Taryn. Oma Yaya. Eurira. Ich bin der Windfisch. Lang war mein Schlaf. In meinem Traum erschien ein Ei. Mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Bewohner. Eine ganze Welt. Naja, jetzt sind sie alle tot. Schade. Tschüss. Spiel vorbei. Aber jeder Traum geht einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolint verschwunden sein. In deiner Erinnerung aber wird sie weiter existieren. Eines Tages wirst du dich an Kokolint erinnern und denken, es war gar kein Traum. Den Tag warten wir übrigens heute noch. So eine Fortsetzung von Link's Awakening wäre doch auch mal cool, oder? Komm, Long. Lass uns gemeinsam aufwachen.
Spiele die 8 Instrumente. Spiele das Lied des Erwachens. Hat er doch geschlafen, der Long. Und jetzt löst sich alles in Wohlgefallen auf. Wir haben so hart daran gearbeitet, Kokolin zu retten. Und jetzt haben wir alle ausgelöscht. Taryn, Marin, selbst der Hahn. Ich hab alle umgebracht. Ausgeträumt. Fast so traurig wie das Ende von Final Fantasy X. Nur andersrum. Aber die Hymne. Das Lied vom Windfisch. Bin mir nicht sicher, ob Link geträumt oder einfach nur von den Pilzen genascht hat. Also ich habe gerade auch ein bisschen Gänsehaut, aber vor allen Dingen wegen dem Lied. Da haben wir einfach Link's Awakening durchgespielt. Dabei haben wir noch eine Stunde. Hätte ich das gewusst, hätten wir noch mal Gacha machen gehen können. Mist. Da ist er. Der Wal. Und Link bleibt jetzt für immer da auf seinem kaputten Floß. Wäre lieber auf Kokolin geblieben. Ist er immer noch schiffbrüchig. An unserer Situation hat sich ehrlich gesagt nichts verbessert. Aber da sind die Credits, also muss ich jetzt wohl ein Fazit abgeben. Uff. Ja, was soll ich sagen? 26 Jahre hat's gedauert. Aber ich glaube, ich habe es ein kleines bisschen lieb jetzt. Also das Remake ist schon gut. Also ich würde es auf jeden Fall eher das Remake spielen. Die Gameboy-Version kannst du eh vergessen. Und die Gameboy-Color-Version, naja. Die ist so, naja. Ich meine, im Prinzip ist das ja die aufgehübschte Version der Gameboy-Color-Version. Es ist halt ein 2D-Zelda. Ein schönes Top-Down-Zelda. Die sind halt so. Ich mag 3D-Zeldas immer noch lieber, auch wenn sie das jetzt ja im Prinzip auf 3D geupdatet haben. Hey, da ist eine Mari. Mari Kiyohara. Es ist schon solide. Man kann's machen. Wenn ich nicht ganz so schlaflos und gestresst gewesen wäre, hätte ich es vielleicht auch noch ein bisschen mehr enjoyed. Aber ich hatte auch echt Spaß. Es war nicht alles toll. Die Hitboxen in dem Spiel sind furchtbar. Hitboxen sind einfach Müll. Aber haben sie schon gut gemacht. Es ist schon schön. Es ist eine ultimative Version von Link's Awakening. Das kann man sich schon gönnen. Gern geschehen, Parajoke. Gern geschehen. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Ich bin sehr froh, dass wir es jetzt auch tatsächlich geschafft haben. Dann steht Animal Crossing jetzt ja nichts mehr im Weg. Das war ein schönes, kleines, kurzes Abenteuer. Wir haben jetzt
knapp 15 Stunden gebraucht. Haben auch nicht 100% gemacht, aber relativ viel. So, das Größte haben wir. Ich hätte gerne noch das ganze Gacha gemacht. Vielleicht können wir noch ein bisschen Gachaen jetzt gleich. Aber doch, hat Spaß gemacht. Also Vollpreis finde ich immer noch ein bisschen viel. Also ich hätte vielleicht eher so 40, 50 Euro angestrebt. Aber ist solide. Also im Sale kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Wenn man Zelda mag, dann auf jeden Fall speichern. Wir haben jetzt halt nur das Secret-Ende nicht gesehen. Soweit ich weiß, sieht man da am Ende, wenn Link auf dem Floß sitzt, halt die Möwe fliegen. Man hat Marin ja singen gehört. Und sie ist halt quasi tatsächlich zu der Möwe geworden, die sie gerne geworden wäre. Sie hatte ja den Wunsch an den Windfisch, sie wollte ihn ja wecken, um eine Möwe zu werden. Das hat am Ende wohl dann geklappt. Das ist irgendwie wholesome, aber eigentlich ist es halt voll furchtbar, weil Link erleidet Schiffbruch, landet auf Kokolind, am Ende stellt sich raus, es ist alles nur ein Traum, er wacht immer noch schiffbrüchig wieder auf. Und also für Link ist es eigentlich furchtbar. Er hat ein riesiges, krasses Abenteuer hinter sich und ist jetzt immer noch verloren auf See. Das ist so ein bisschen furchtbar für Link persönlich. Aber was willst du machen, ne? Das ist so ein bisschen... Naja. Aber ich bin wirklich überrascht, wie einfach der Windfisch war. Ich weiß, dass ich als Kind Rotz und Wasser geheult habe und 1000 Versuche gebraucht habe und es nicht geschafft habe. Daran erinnere ich mich noch. Ich meine, im Heldenmodus ist der bestimmt schwerer, aber wie viele Phasen hatte der jetzt? 5? Wir haben den Stab benutzt. Wir haben Zauberpulver benutzt. Wir haben Pfeile benutzt. Und der Burgerwurm. Das waren doch jetzt nur 4 oder 5 Phasen. Der war viel länger früher. Viel länger und viel schwerer. Deswegen habe ich ja so Panik geschoben dann, als ich die Konzentration verloren habe. Aber der ist ja eigentlich, ist der Pillepalle. Also, den haben sie stark vereinfacht oder ich habe es echt komplett falsch in Erinnerung. Also irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. Aber naja. War auf jeden Fall ein schönes Projekt. Hat jetzt perfekt reingepasst. Noch so kurz vor Animal Crossing. Wir sind echt super hingekommen mit der Zeit. Ich meine, wie gesagt, uns fehlen 8 Herzteile. Und das Gacha. Ich würde jetzt einfach vielleicht noch eine halbe Stunde mit euch Gacha machen. Und dann war es das auch mit dem Long. Ich glaube, die Herzteile will ich nicht mehr sammeln. Aber also so, ich glaube, wenn du 100% machst, kommst du mit 15, 20 Stunden schon hin. So ein solides Spiel für zwischendurch. Dafür ist es auf jeden Fall super. Es hat mich positiv überrascht. Sagen wir es mal so. Hätte ich nicht gedacht. Aber ja. Oh nein, da ist wieder der Blooper. Ich wusste, da war was. Kann man auf jeden Fall sich gönnen. Wie gesagt, im Sale oder so. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man Zelda mag, kann man sich gönnen. Na, jetzt wartet mal Breath of the Wild 2 ab. Ob man da nicht durch das gerettete Hyrule laufen kann. Ja, würde ich erstmal abwarten. Gute Nacht, Connor. Bis später. Schlaf gut. So, mal gucken, ob ich den Blooper hier noch rauskriege. So nicht. Der ist aber viel schwerer als die anderen. Ich weiß auch nicht. Weil das würde ich gerne noch machen. Also die 100% finde ich ein bisschen unnötig jetzt. Vor allen Dingen brauchst du die 20 Herzen halt auch nicht. Ich meine, ich habe mich echt blöd angestellt. Und wir haben keine Fee gebraucht. Vielleicht im Heldenmodus, ja. Aber also, die 20 Herzen brauchst du echt nicht. Ich hoffe, dass Breath of the Wild 2 einfach das Majora's Mask zu Breath of the Wild wird. Ich kann nicht mehr reden. Ich kann nicht mehr reden.
geht nicht mehr. Ja, aber ich würde sagen, das waren 15 Stunden well spent. Seht ihr hoffentlich auch so. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. So ein bisschen wenigstens. Hat uns die Wartezeit auf Animal Crossing gut versüßt. Na, wie soll ich das machen? Ich verstehe nicht, wie der funktioniert. Wir hatten noch mit keinem so Probleme wie mit dem Blooper, aber der Blooper ist der Endgegner. Der ist schlimmer als der Windfisch. Aber jetzt, wo er liegt, vielleicht so. Der Breath of the Wild 2 Hype wird bei mir noch schlimmer als Animal Crossing. Könnte passieren. Könnte tatsächlich passieren. Oh nein, ich bin nicht weit genug rübergegangen. Mist. Ja, das wird so nix. Ja, Boni, verstehe ich. Also, ich meine, wir haben die Deluxe Edition hier stehen, weil es das Lieblingsspiel der Frau ist und das ist auch absolut okay. Mir hat das Remake auf jeden Fall Link's Awakening näher gebracht. Das finde ich schön daran. Ich hasse es jetzt nicht mehr abgrundtief. Aus der Hassliebe ist ein... Es ist ein süßes Spiel, ich kann damit leben, es ist okay. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe geworden. Dafür hat sich's doch schon gelohnt. Ich meine, ne? Und ich habe endlich den Blooper geholt. Sehr gut. Gönnen wir uns noch kurz den Fuffi. Ich meine, wir zerstören Möwendorf zwar eh, aber dann soll es wenigstens hübsch aussehen. Aber jetzt auch, wo ich gestern in die Trials of Mana Demo reingeguckt habe, ist mir mal aufgefallen, wie viele Remakes von alten Spielen gerade so passieren. Das ist schon krass irgendwie. Ich meine, der Long ist ein Remake. Seven Remake. Final Fantasy VII Remake. Dann kam das Secret of Mana Remake. Die Spyro Reignited Trilogy. Crash. Also so in den letzten Jahren kamen halt echt super viele Remakes raus. So, ich sag ja die ganze Zeit, ich will mehr Retro-Sachen spielen oder alte Spiele, die ich gerne mag. Aber es kommen halt die ganze Zeit Remakes raus. Hm, Bomben. Doof. Jetzt muss ich bestimmt irgendwas machen, dass die weggeht, ha? Die Bombe. Obwohl viel fehlt, glaube ich, auch nicht mehr. Aber die Figuren würde ich schon voll gerne noch zusammen machen. So, der war für Ulrira. Dann ist Ulriras Haus schon mal vollständig. Aua. Ja gut, die Anspielungen zu Mario gab es ja aber auch im Original schon. Also das hat ja... Das Remake hat ja essentiell von der Deluxe-Version nicht wirklich was verändert. Ein Kingdom Hearts 2.8 für Zelda. Das wäre auch mal was. Was ich mir persönlich noch als Remake wünschen würde, wäre Mario Kart Double Dash. Ja, ich bin mal gespannt, wann Mario Kart 9 kommt. Komet? Okay. Das wird ja langsam mal Zeit. Ich meine, 8 verkauft sich halt immer noch wie geschnitten Brot. Ist dann halt auch die Frage, ob sich Nintendo dann nicht einfach denkt, ja komm, zwei Mario Karts auf einer Konsole. Da ist auch noch eins. Aber so Double Dash... Beziehungsweise neues Mario Kart mit Double Dash Elementen. Ich bin immer noch für ein Mario Party Best of. Dass man halt einfach, wenn ihnen nichts mehr einfällt, sollen sie halt einfach alte Bretter remaken. Weißt du, es gibt so viele. Okay, also 4 Stück müsste es noch sein. Es gibt so viele gute alte Bretter. Da musst du dich halt auf ein System einigen, dass du dann übernimmst aus den alten Spielen und dann halt einfach die Bretter recyceln. Das wäre so gut. Das Einzige, was dem Link hier fehlt, dem guten Long, ist so eine Rolle. Huch, willkommen zurück, Connor.
Das war ein kurzes Nickerchen. Schallgeil. Auch noch auf dem besten Platz. Ja, los geht's. Ich glaube, ich werde nachher einfach schön nach dem Abendessen noch so 3-4 Stunden schlafen. Drückt mir die Daumen. Sonst gibt es halt übermüdeten Stream. Oh oh. Nein, der Shy Guy ist zu dick. Boah, und jetzt ist er natürlich so blöd an den Rand gerollt, dass ich ihn nicht mehr kriege. Reset, please. Ich habe Mario Kart 8 auf der Wii U übel gesuchtet. Aber auf der Switch bin ich irgendwie nie richtig damit warm geworden. Ich habe das Gefühl, die Steuerung ist einfach anders. Also die Karts fahren sich anders. Beziehungsweise die Bikes. Ich fahre ja vor allem Bikes. Und irgendwie auf der Switch habe ich so wenig Mario Kart gespielt. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Warum ist der denn so kacke? Was ist denn hier los? Jetzt habe ich mich schon gefreut, dass der einfach wird. Pustekuchen. Das ist voll der dicke Schlümmel. Seit wann sind denn Shy Guys so dick? So geht's aber nicht. Ja. Den doch perfekt gegrabt, aber der ist einfach zu dick. Mal ein bisschen schief. Mal gucken, ob das besser geht. Ja, das Problem ist, der ist ja gerade an den Rand gekullert. Und da am Rand greift die Kralle nicht mehr. Da hätte ich den nicht mehr bekommen. Deswegen habe ich nochmal resettet. Was? War das für ein Betrug? Was war? Der fahr doch schon auf dem Band. Hä? Was war das jetzt wieder? Der Kran ist doch gezinkt. Schade, ich hatte gedacht, ich krieg vielleicht beide. Aber der ist doch aufs Band gefallen. Wie konnte der denn da runterrollen? Ich habe in der Sekunde in den Chat geguckt, aber Alter. Hey, die Wii war keine Kackkonsole. Das nimmst du sofort zurück. Die Wii war richtig toll. War zu kurz. Über die Wii U können wir uns streiten, aber die Wii war toll. Ich finde, sie hätten für Mario Kart 8 Deluxe. Das Problem ist, das machen sie natürlich nicht, weil. Wo wolltest du hin? Weil es die Deluxe-Version ist. Aber sie hätten einfach nochmal DLC machen sollen, genauso wie mit Super Mario Party. Da hätte einfach noch mehr kommen müssen. Mehr Strecken, mehr Bretter. Aber irgendwie hatte Nintendo halt keinen Bock, ne? Verstehe ich bis heute nicht. So, und jetzt bleib drauf, Bruder. Schwöre. Jo, der Shy Guy, der müsste oben zur Familie gehören. Oder gehört er zu Marin? Ich habe jetzt nicht alle angefasst, deswegen weiß ich es gerade nicht mehr. Aber ich glaube, der Scheiger gehört zu den Vierlingen. Tap, 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 tap. So voll aggressiv. Stomp, 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 stomp. Ja, Scheiger, guck mal. Ist meine Erinnerung doch nicht ganz für den Abfall. Tröstlich. Lego City Undercover. Ich habe noch nie ein Lego-Spiel gespielt. Muss ich jetzt mal... Au, Entschuldigung. Muss ich jetzt mal gestehen. Ich habe noch nie ein Lego-Spiel gespielt. Die Piranha Plant. Die ist aber riesig. Die wird unschön, glaube ich. Wie sind Lego-Spiele so? Lohnen die sich? Machen die Spaß? Ich glaube, ich habe aus dem Humble Bundle mal Lego Hobbits. Oh, das war zu früh, oder? Ja. Mist.
Der Humor von Lego ist ein bisschen erwachsen? Ja, das wäre doch cool. Muss mir das vielleicht auch mal angucken. Okay, aber so im Liegen sollte das doch auch gehen. Ich glaube, sie am Kopf zu grabben wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber gucken wir mal. Ja, genau so geht's natürlich nicht. Oh je. Oh je, oh je. Jetzt wird sie, glaube ich, nur noch hin und her geschoben. Jetzt muss ich es, glaube ich, resetten. Ja. Schade. Wieso hat dein Bruder da nicht selber gespielt? Oder auf YouTube geguckt. Da kann er doch nicht seine große Schwester zwingen. Einfach ein Lego-Spiel zu spielen. Okay, versuchen wir es anders. Ist aber auch so wackelig. Ah, nee, ich wollte es andersrum machen. Ich wollte später gehen. Bin dumm. Bin dumm! Wie, du bist kein... Warte, was? Du bist kein Mädchen? Jetzt bin ich schockiert. Ich, also... Was? Zum Glück haben wir so viel Geld, by the way. Nein. Okay, ich wollte eigentlich den Kopf, aber so geht's vielleicht auch. Uff. Das war knapp. Betretenes Schweigen. Irgendwie habe ich immer angenommen, du bist Teil unseres Girl Power Clubs. Jetzt bin ich verwirrt. Mariexe stopped working. So, Schwertlaser zurückerobert. Ich glaube, die kommt hier zu den Boys and Girls. Genau. Das habe ich mir hingegen fast gedacht, Parajoke. Die meisten sind ja auf Twitch männlich. Würde mal schätzen, die Ratio ist immer noch 20 zu 80? Vielleicht 30 zu 70. Aber irgendwie sind es doch meistens Kerle. Aber so ein paar Mädels haben wir auch. Und ich bin ja auch eins. Falls ihr es noch nicht wusstet. Ab und zu kommen ja Trollkinder rein und fragen, ob ich ein Kerl bin. Deswegen muss man es vielleicht dazu sagen. Last time I checked, war ich relativ weiblich. Oh Mann, warum sind die so flutschig? Ist ja furchtbar. Die sind flutschiger als der Long. Und das will was heißen. Wir sind in so viele Löcher gefallen, weil der Long so flutschig ist. Nein, nicht wegrollen. Oh Gott. Das wird nix. Ja, das kann ich, glaube ich, gleich resetten. Wenn das jetzt da die ganze Zeit rumgeschoben wird und rumrollt. Nee, komm. Wir haben nur noch 20 Minuten. Wieso? Ja, weil, weiß ich nicht. Airy hört sich für mich so feenhaft mädchenmäßig an. Weiß ich nicht. Aber umso cooler. Ich meine, man findet relativ selten gefühlt Jungs, die so hart passioniert sind für Animal Crossing. Das finde ich schon ganz cool. Ja, dann sind die ja richtig männlich und spielen Doom Eternal. Danke, Boney. Dann bin ich wenigstens nicht alleine. Habe ich mich nicht alleine blamiert? Wieso ist der so kacki? Jetzt kugelt der da schon wieder rum.
Aber wir haben auch alle gedacht, Cat wäre ein Mädchen. Also von daher. Das ist im Internet manchmal schwierig. Ich hasse diesen Pocky. Der Pocky könnte schlimmer werden als der Blooper. Ich hätte fast Goomba gesagt, aber der war einfach. Das ist aber auch cool. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde das ganz furchtbar, so diese Stereotypen halt auch. So, ja, du bist ein Junge, du darfst Animal Crossing nicht cool finden. Aber leider ist es halt auch ein bisschen so. Es wird besser, was ich super begrüßenswert finde. Es gibt ja auch immer mehr Mädels, die Shooter spielen. Weil das halt einfach, es ist ein Videospiel. Das muss man halt eigentlich nicht... Nein, das darfst du nicht, weil dein Geschlecht ist falsch. Das ist so dumm einfach. Ich glaube, so wird das nichts. Huch, Batterieleistung lässt nach. Ja, Moment. Dem kann ich Abhilfe schaffen. Vielleicht. Alter. So. Ich habe das eh nie verstanden. Ich bin zum Beispiel auch ein Mädchen, das als Kind mit Autos gespielt hat. Ich hatte so einen Autospielteppich und ganz viele Matchbox-Autos. Das geht. Dass das heute immer noch so ist, macht mich auch ein bisschen traurig. Dass ich diesen Pocky nicht kriege, macht mich auch ein bisschen traurig. Was ich lustig finde, dass viele Frauen mehr so Ballerspiele spielen und Männer mehr so ruhige Spiele. Wir Frauen haben sehr viel Aggression, die wir loswerden müssen. Nein, mach nicht diesen, danke. Jetzt wäre fast schon wieder dasselbe passiert wie vorhin beim Shy Guy. Aber wir haben den Pocky. Dann fehlt jetzt nur noch eine oder zwei. Das sollten wir doch noch hinkriegen. Ja, die Fettnäpfchen. Aber solange keiner böse ist. Ich weiß auch nicht, ich habe das einfach irgendwie angenommen. Tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Aber du darfst auch als Junge hier bleiben, kein Problem. Letztlich ist es ja auch eigentlich egal. Solange du kein menschenfressendes Zombie-Alien bist, ist es mir eigentlich wurscht. Aber das hält sich halt wirklich hartnäckig, dass Mädchen rosa Sachen anziehen müssen und Jungs blaue Sachen und dass Jungs mit Autos spielen und Mädchen mit Puppen. Das ist so doof eigentlich. Ich meine, lass doch das Kind spielen, mit was es will. Das ist doch scheißegal. So dieses, aber wenn Junge mit Puppen spielt, verweichlicht der. Nein. Warum sollte er? Das ist einfach so dumm. Aber wenn mein Junge mit Puppen spielt, wird der schwul. Ja, und wenn? Was dann? Wäre das so schlimm? Früher war ironischerweise es auch genau umgekehrt. Da war nämlich rosa die Jungsfarbe und blau die Mädchenfarbe. Das ist jetzt so bescheuert alles. So lass Jungs doch in pinken Pullis rumrennen, wenn sie es schön finden. Wen interessiert's? Ganz ehrlich, Farben sind für alle da. Oh nein, oh nein. Okay, puh, wir haben noch eine Chance. Wieso gibt's die Welt nun doch? Weil nicht gespeichert wird, dass alle sterben. Deswegen können wir noch zu Ende gatschern. Damit das Spiel uns gönnt, dass wir zu Ende gatschern können. Jetzt habe ich schon wieder so früh gedrückt. Verdammt. Muss später drücken. Der ist zu dick. Nein, nicht runterrollen. Danke. Ich trage schwarz, da kann man nicht viel falsch machen. Schwarz oder dunkelgrau? Ja. Bin ich bei dir. Und ich meine, ja, es gibt Farben, die kann ich so als Ultrablassnase auch nicht tragen, ohne komisch auszusehen. Also so knallgrün oder gelb. Schwierig. Aber lass das Kind doch einen pinken Pulli tragen, meine Güte. Oh oh.
Ich glaube, das ist der letzte. Und der wird mich jetzt um den Verstand bringen. Vor allen Dingen, weil er jetzt runtergekullert ist. Rip. Erstmal warten. Er hat zu früh, vorher zu spät, dann wieder zu früh. Und jetzt kugelt er so. Ich glaube, jetzt haben wir gelitten. Der feiert jetzt voll die Party. Der freut sich auch schon auf Animal Crossing. Das war wieder zu früh. Oder? Ja, geh einfach nicht ganz nach unten. Ist okay, habe ich gar kein Problem mit. Ja, eigentlich existiert Kokolint ja gar nicht. Kokolint ist nur ein Traum. Vom Windfisch. Oder vom Link. Man ist sich nicht ganz einig. Aber ich habe tatsächlich ein paar Farben im Kleiderschrank. Ich habe einen dunkelblauen Hogwarts-Pulli zum Beispiel. Eins meiner Lieblingsoberteile ist altrosa. Grau, wie gesagt, geht auch. Grau ist halt keine Farbe, aber egal. Jetzt aber. Jetzt aber! Komm, der ist perfekt. Bleib da jetzt drin. Wag es ja nicht. Komet, wag es ja nicht. Ich warne dich. Böse gucken hat geholfen. Wisst ihr, dass der aussieht wie eine Christbaumkugel? Ja, wenn man schwarze Sachen trägt, ist man ja auch automatisch Grufti und opfert Katzen auf dem Friedhof. Du hast ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Das macht dich hier drin zum Champion. Wir haben es geschafft. Dafür verdienst du diesen Kammerstein. Yay. Er fühlt sich irgendwie unheimlich an. Vor allem habe ich erst gelesen, er fühlt sich irgendwie unheimlich gut an. Wo der Link sich den wohl wieder hingeschoben hat. 5 Rubine pro Runde? Nice. Das hätt's mir ruhig mal früher anbieten können. Aber wir haben's geschafft. Das wollte ich noch unbedingt machen. Kokolint verschönern. Das haben wir dann hiermit auch geschafft. Dann habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte heute. Wow. Und wir haben noch ein paar Minuten für Verabschiedung. Ist das nicht der Wahnsinn? Tada! Sind sie nicht süß? Dann gucken wir sie uns alle nochmal an. Wir haben zwar den Angelteich nicht fertig gemacht, aber zumindest haben wir alles gegatschert. Das war mir wichtig. Weil so die Kammersachen hätte ich an sich auch Bock drauf, aber das dauert so lange. Da kannst du nochmal 5 Stunden nur dafür hinsitzen. Das, nee. Nee. Wir müssen ja auch Dragon Quest immer noch fertig spielen. Das dritte von 3 Kapiteln. Das müssen wir auch noch irgendwie mit Animal Crossing vereinbaren. Und dann kommt ja schon der Cloud raus. Und der Pile of Shame ist auch nicht kürzer geworden in den letzten Tagen. Also, wir haben gut zu tun dieses Jahr. Pierre! Oh, es tut mir so leid, dass ich dein Herz brechen muss. Aber wir sind gerade in den letzten Zügen. Aber schön, dass du noch vorbeigeschaut hast. Dann kann ich dir nämlich auch nochmal sagen, obwohl du es, glaube ich, schon weißt, dass wir heute um 23:45 nochmal streamen, weil um Mitternacht wird Animal Crossing released und dann feiern wir alle zusammen den Release von Animal Crossing New Horizons. Hier, auf Twitch. Wenn das Internet es zulässt, aber wehe, wenn nicht. Ah, cool, Paradoke. Ja, dann kannst du ja schon mal vorfühlen, wie lang es noch dauert. Der Chat meinte ja so 20, 30 Stunden und ich so, okay, wir spielen erstmal Long. Brauch mal was anderes. Wir haben den ganzen Februar und den halben März nur Dragon Quest gespielt. Brauchte mal was anderes. Dann wisst ihr, wo wir das Spiel jetzt beenden werden? Ach, du warst das. Ja, dann weißt du es ja schon. Verdammt. Wisst ihr, wo wir das Spiel beenden werden? Theoretisch da, wo alles angefangen hat, aber das wäre uncool.
kommen wir aber noch mal kurz vorbei. Hier wurden wir angespült. Aber beenden werden wir es an einem ganz besonderen Ort. Volle Erinnerungen. Nämlich genau hier. Beim Baumstamm. Die Tante hat es richtig erkannt. Ding? Ach, hier ist noch eine Mopfel. Guck mal. Ganz zum Schluss noch Muschel 41 aufgesammelt. Und hier beenden wir unser traumhaftes Abenteuer auf dem kleinen Eiland Kokolind. Schönes, kurzes Projekt. Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ich gebe es ja zu, es hat mega viel Spaß gemacht. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich hasse das Spiel nicht mehr. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, für euch auch. Ist ein gutes Zelda. Es ist nicht das beste Zelda, aber es ist ein solides Zelda. Und wenn sie die Oracle-Teile auch in dem Stil remaken, dann überlege ich mir vielleicht nochmal, was ich gestern gesagt habe. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall ganz bald noch A Link to the Past spielen. Das ist ja auf Nintendo Switch Online. Aber ich glaube, jetzt brauche ich erstmal wieder eine kleine Zelda-Pause. Aber so einmal im Jahr so ein Zelda-Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Link's Awakening hat sich gelohnt. War super für die Wartezeit auf Animal Crossing. Und wenn wir jetzt nicht mehr ins Windfischei gehen, bleibt Kokolin für immer. Denkt mal drüber nach, das bleibt jetzt für immer. Jetzt werde ich ein letztes Mal speichern. Der Long, alle 8 Instrumente, 18 Herzen, 2 Tode. Die mich jetzt im Nachhinein ein bisschen ärgern, weil die wären echt vermeidbar gewesen. Aber ja, das war's mit Link's Awakening.